Im Namen des Deutschen Hygienemuseums begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung Verdient oder erschwindelt? Das Hochstapler-Syndrom und der Zweifel an sich selbst. Mit dem heutigen Abend setzen wir also unser Begleitprogramm zur Sonderausstellung Fake – Die ganze Wahrheit fort, die Sie noch bis zum 5. März bei uns im Haus sehen können. Im letzten Jahr, ganz zu Beginn unseres Begleitprogramms, hat der Philosoph Peter Drawny hier an dieser Stelle festgestellt, dass alle Formen von Täuschung und Schein, von Lüge und Heuchelei eine notwendige Bedingung der modernen Gesellschaft sind. Aber wie ist es um eine Gesellschaft bestellt, in der ungemein viele Menschen, vielleicht haben wir sogar welche auf der Bühne heute, sich selbst der Heuchelei des Hochstapelns bezichtigen und das ohne, dass es eigentlich einen Grund dafür gäbe? Und woher kommt dieses Gefühl überhaupt? Das Gefühl, die eigene berufliche, gesellschaftliche Position nicht verdient zu haben oder weniger fähig zu sein, als man dem Gegenüber scheint. Darüber spricht heute die Journalistin Katrin Altschner mit unseren Gästen. Katrin Altschner, ich muss sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen, Katrin Altschner betreibt den WDR1 Live-Podcast Intimbereich und moderiert auch einmal im Jahr mit mir gemeinsam die Literaturschau Club der Grünen Dichter, was nicht nur mich sehr freut. Außerdem hat sie im letzten Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht, Give a Fuck, ein Sachbuch über Sexarbeit und warum sie uns alle etwas angeht. Heute ist kein Büchertisch da, Sie können aber das Buch natürlich im Buchhandel erwerben, genauso wie das Buch von Arno Frank. Sprechen und diskutieren wird Katrin Altschner heute mit unseren Gästen, der Psychologin Prof. Dr. Sonja Rohrmann und dem Autor und Journalisten Arno Frank, die ich beide ganz herzlich begrüße. Schön, dass ihr da seid. Und die Ihnen Katrin gleich noch vorstellen wird. Mir bleibt an dieser Stelle Ihnen und uns noch einen schönen Abend zu wünschen und seien Sie nicht irritiert aufgrund der Zettelchen, die Sie auf Ihren Stühlen vielleicht gefunden haben. Das erklärt Ihnen auch noch Katrin. Dankeschön. Ja. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt bei einer Veranstaltung, weil die Wahrheit ist, ich muss ja gar nicht so tun heute Abend. Gewöhnlich geht es mir so 10 Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, dass ich eigentlich denke, ich möchte gerne wieder nach Hause. Das war eine ganz schlechte Idee, das hier zu machen, dem hier zuzustimmen und eigentlich nur andere Menschen nicht hängen zu lassen, schützt mich dann davor, sofort nach Hause zu gehen. Gewöhnlich würde ich nichts Helles tragen, denn ich habe Angst vor den Schweißflecken. Auch das machen wir heute. Das ist heute egal, weil wir über Hochstapelei und zumindestens das, was uns einige von uns betrifft, sprechen. Und ich kann mich ganz gewiss überhaupt nicht gänzlich davon ausnehmen. Und wir werden, glaube ich, heute Abend alle zusammen herausfinden, wie sehr uns das betrifft oder vielleicht auch wie wenig. Ich bin sehr froh über unsere Gäste heute Abend. Ach so, ich duze euch schon die ganze Zeit. Wir duzen uns auch mittlerweile. Wir hatten schon einen sehr schönen Tag im Museum, falls jemand noch nicht in den Ausstellungen war. Das hat uns große Freude heute bereitet. Wir sind beim Du angekommen und um auf Augenhöhe zu sein, nehmen wir euch jetzt auch im Du mit. Arno hat ein Buch geschrieben, ich habe es dabei. So, und jetzt kommst du. Und es gibt eine lustige Anekdote dazu. In diesem Buch verarbeitet Arno biografisch sein eigenes Leben. Wir hatten ein Vorgespräch am Telefon und hier hinten prangt sehr groß drauf, der eigene Vater, ein Hochstapler, nach einer wahren Geschichte. Und dann telefoniere ich mit Arno und Arno sagt, ich weiß nicht, ob mein Vater ein Hochstapler war oder ein Gauner, aber der Verlag hat gesagt, das verkauft sich besser. Und jetzt haben wir dich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Wie geht's dir damit? Mit der Einladung oder mit dem... Beidem, bitte. Ich fühle mich wie ein Hochstapler auf dieser Bühne und das... ist mir zu spät aufgefallen. Vielleicht habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist auch nicht mein Leben, sondern ein Vorfall in diesem Leben, so 3 Jahre, so eine Periode, als ich jugendlich war. Und mein Vater war tatsächlich ein Ganove, der Geld hinterzogen hat in den 80er Jahren. Und dann waren wir auf der Flucht durch Europa 3 Jahre lang. Aber je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, ein Hochstapler ist eher so ein Felix Krull oder so ein Postel. Aber das weiß Sonja besser. Danke, dass du mir schon den Ball weiter zu Sonja rüber schießt. Sonja ist an der Goethe-Universität in Frankfurt, forscht und lehrt da. Ein Bereich deiner Forschung geht eben ums Imposter-Syndrom.
Mein Psychologe hat mal gesagt, alle Psychologen würden ihren Beruf eigentlich nur wählen, um sich selbst zu therapieren. Jetzt ist meine Frage, was hat dich sozusagen aus Imposter-Syndrom gebracht? Ja, also ich denke mal, da muss man differenzieren. Differenzielle Psychologin, ja, und alle, die sich wollen sich selber therapieren, ich glaube, das stimmt nie, alle und nie Fragen stimmen immer nicht. Aber egal, jedenfalls glaube ich, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Therapeuten und Wissenschaftlern. Und ich bin ja eher eine Wissenschaftlerin, aber ja, ich bekenne mich auch, Research is Research. Ja, also man forscht das am liebsten, was einen selber auch betrifft. Ja. Aber darauf gebracht hat mich in der Tat das Erlebnis mit einer meiner früheren Mitarbeiterin, die das in ganz ausgeprägter Form gehabt hat. Und dann haben wir irgendwann das Gefühl gehabt, dazu müssen wir mal forschen, ob das auch andere betrifft. Und eigentlich bin ich durch die Mitarbeiterin darauf gekommen, die auch ein Fallbeispiel in dem Buch ist. Weil ihr gar nicht so viele Forschungslagen gefunden habt zu dem Zeitpunkt? Oder was hattet ihr das Gefühl, war müsstet ihr nochmal dran? Es gab noch gar nicht Großliteratur dazu. Wir hatten einmal in der Brigitte was von der Birgit Spienert, die forscht an der Universität in Heidelberg, gelesen. Die hatte dann mal ein Interview zugegeben, dass sie das auch irgendwie festgestellt hatte. Und das hat uns auf die Idee gebracht, das gibt einen Namen für das, was wir hier gerade erleben. Mhm. Und dann haben wir angefangen, das unter Führungskräften zu erheben. Also haben eine Stichprobe von Führungskräften gehabt und haben da nachgefragt, wer kennt dieses Gefühl, und haben festgestellt, dass 50% der Führungskräfte angab, das Gefühl zu haben, eigentlich nicht wirklich was zu können. Und das hat uns unheimlich erstaunt. Und nachdem diese Studie publiziert war, sind wir ständig danach gefragt worden und dann haben wir weitergemacht, danach zu forschen. Mhm. So, jetzt können wir eigentlich auch schon die Katze aus dem Sack lassen, bevor ich noch zum interaktiven Punkt komme. Ihr habt bei eurer Studie auch herausgefunden, anders als man früher dachte, dass es gar keine Geschlechterunterschiede gibt. Genau. Es gibt keinen Geschlechterunterschied. Erst dachte man, Glenn sind eins. Die haben 1978, das sind Therapeutinnen und Wissenschaftlerinnen gewesen an der Universität in Georgia. Und die hatten das Gefühl, es betrifft nur Frauen. Sie hatten ganz Frauen, die sehr viel Karriere gemacht hatten, die beruflich sehr erfolgreich waren, die akademische Grade erworben hatten, aber ihnen in therapeutischen oder Beratungskontexten erzählten, eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann nicht wirklich was und eines Tages werde ich entlarvt und weiß eigentlich nicht wirklich was, und dass ich so viel Erfolg habe, das beruht nur darauf, dass ich die richtigen Leute gekannt habe, dass ich Glück hatte, das ist Zufall gewesen, vielleicht ist auch irgendwelche Tests falsch ausgewertet worden, eigentlich gehöre ich hier nicht wirklich hin. Und die dachten, ach, das betrifft nur Frauen. Aber später hat man festgestellt, es gibt Männer, die sprechen bloß nicht so drüber wie Frauen. Aber die haben das ganz genauso. Und empirische Studien, also wissenschaftliche Studien, weisen in der Regel keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen nach. Also es betrifft beide gleichermaßen. Ich würde gerne eine kleine Umfrage im Publikum starten. Einmal jetzt und einmal zum Ende der Veranstaltung. Auch gemäß der These, dass die meisten Menschen wahrscheinlich nicht ohne Grund hier sind, weil sie sich besonders dafür interessieren. Wer von euch würde denn sagen, er ist in Anteilen vom Imposter-Syndrom betroffen oder kennt das zumindest als Gefühl in sich selbst? Ja. Aha, ja. Vielen Dank. Ihr habt auf manchen Stühlen einen Zettel liegen, vielleicht habt ihr ihn schon entdeckt. Wir haben gedacht, gemäß der Logik, dass viele Menschen gemeinsam kommen werden, kann man sich den Zettel vielleicht auch ganz wunderbar teilen. Und das ist tatsächlich ein Fragebogen, den Sonja entwickelt hat. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also das ist nachdem das Buch erschienen war, was heißt eben, warum eben man teilweise Selbstzweifel hat und obwohl man eben hohen Erfolg hat. Und das Buch heißt, wenn hohe Leistungen zu hohen Selbstzweifeln führen. Und nachdem das publiziert war, sind wir ständig angesprochen worden, dass viele Leute sich darin erkannt haben. Und wir sind oft zu Interviews gebeten worden oder auch verschiedene Zeitschriften oder Zeitungen haben darüber geschrieben. Und dann wurde irgendwie Stimmen laut, ich möchte jetzt mal wissen, wie das quantifizierbar ist, wie das messbar ist, wie stark habe ich das eigentlich? Und daraufhin haben wir zwei Jahre später einen Fragebogen entwickelt, um eben das auch messbar, erfassbar, quantifizierbar zu machen, dass jeder weiß, in welchem Ausmaß er das hat. Und dieser Fragebogen ist eben ein Fragebogen, der das erfasst, wie stark die Ausprägung in diesem Imposter-Selbstkonzept ist. Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Zum Selbstkonzept? Ja, okay. Bitte. Also, ich hatte ein bisschen mit der Katrin darüber diskutiert, dass ich eigentlich Hochstapler-Syndrom das falsche Wort dafür finde, weil Syndrom kommt ja aus dem Medizinischen und meint eine Kombination von verschiedenen Symptomen, die ergeben zusammen ein Syndrom im medizinischen Kontext, und das ist typisch für ein bestimmtes Krankheitsbild.
Aber dieses Imposter-Selbstkonzept ist ein Persönlichkeitsmerkmal und kein Krankheitsbild. Das ist nichts Krankhaftes, sondern es ist was, was wir alle in mehr oder weniger starker Ausprägung haben und eben nicht pathologisch. Und deshalb wehre ich mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Syndrom, weil es das so in eine pathologische oder krankhafte Ecke schiebt. Und es ist einfach nur so, dass wir eben von wenig ausgeprägt bis sehr stark ausgeprägt dieses Persönlichkeitsmerkmal haben. Und wenn es sehr stark ausgeprägt ist, kann es aber eben auch dazu führen, dass ein hoher Leidensdruck entsteht und auch daraus, da kommen wir auch später wahrscheinlich noch drauf, auch Burnout oder Depressionen entstehen können, also dass dann auch in krankhaften Bereich gehen können oder einen sehr stark belastenden. Aber per se ist es erstmal nur ein Persönlichkeitsmerkmal und nichts Krankhaftes. Jetzt musst du aber auch sagen, wie man den Bogen auswertet, sonst sind die Leute ganz nervös. Ja, also es ist so, dass die Items, es gibt keine inversen Items, sondern es sind alle in die richtige Richtung gepolt sozusagen. Das heißt, 4 ist die stärkste Ausprägung, 1 ist die geringste Ausprägung und je häufiger sie 3 oder 4 ankreuzen, desto stärker ist dieses Selbstkonzept eben auch ausgeprägt und sie können es einfach zusammen addieren. Und normalerweise, man hat so bestimmte Normen, nachdem man das hinterher einsortiert, die sind geschlechts- und auch altersabhängig, also im Alter nimmt das Selbstkonzept in der Regel etwas ab und es hängt auch ein bisschen vom Geschlecht ab, aber nicht so stark und es hängt von Altersgruppe ab und von daher guckt man eigentlich in Normtabellen nach, aber ganz grob kann man sagen, so ab 40 aufwärts ist es schon eine deutliche Ausprägung, wenn man das zusammen addiert, die einzelnen Ziffern, die sich bei Ihnen ergeben. Ich würde euch neben dem Ausführen des Bogens, wenn ihr darauf Lust habt, dazu einladen, dass zu jeder Zeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr einen Einwand habt, womöglich eine Anekdote aus eurer eigenen Biografie, dass ihr euch traut, auch die Introvertierten, ich weiß, das wird ein harter Weg, aber da stehen Mikrofone, ihr seid herzlich eingeladen, euch jederzeit an dieser Veranstaltung zu beteiligen, wir freuen uns darüber. Ich weiß, das ist schwierig. Ich bin froh, dass ich sitze, aber ich glaube, wir wissen ja alle, warum wir da sind. Wir schaffen das bestimmt gemeinsam. Arno, wann war das letzte Mal, dass du dachtest, boah, diese Selbstzweifel, vielleicht stimmt das alles nicht, wann du die am letzten Mal stark gespürt hast? Gestern eigentlich, aber das liegt an dem Beruf. Also weil ich schreibe viel und als Journalist ist eigentlich jeder Text kann bedeuten, dass ich entlarvt werde. Tatsächlich. Nicht der Lüge, sondern dass es einfach nicht hinhaut. So. Nicht, wie meinst du, dass es nicht hinhaut? Also was sind das dann für Ängste? Also ich meine, du machst den Job ja auch schon ein bisschen. hat ja bisher ganz gut geklappt. Ja, also ich denke, dass Leute, die was Gescheites machen, also wie beispielsweise meine Motorradmechanikerin, dass die nicht das Gefühl hat, sie sei eine Hochstaplerin von Zeit zu Zeit, weil sich das nämlich erweist, ob sie das kann, was sie da macht. Und ein Schreiner hat dieses Gefühl auch nicht. Aber wenn man sich so in diesem luftleeren Raum bewegt, in dem, was man früher abfällig Laberfächer nannte, und man schreibt halt irgendwas, weiß ich nicht, ob das was taugt. Das lässt sich nicht messen. Das ist kein Stuhl, auf dem jemand sitzt, und es ist kein Moped, was jetzt läuft, sondern das ist halt so ein Text. Und ich weiß nicht, was es braucht, damit der Gefallen findet. Also außer vor mir jetzt. Mhm. Aber ich habe jedes Mal Angst davor zu scheitern. Gerade bei größeren Aufträgen oder so, da denke ich, diesmal geht's schief. Weniger, diesmal entlarven sie mich, als vielmehr, diesmal haut's nicht hin, weil ich nie genau weiß, was ich mache. Ja, also ich habe das regelmäßig. Aber ich habe diesen Fragebogen ausgefüllt und festgestellt, dass es bei mir so schlimm gar nicht ist. Ja. Nee, bei dir ist das nicht so schlimm. Wie geht es dir so mit dem zweiten Buch? Das ist ja, da habe ich gehört, da kann auch ein bisschen Druck entstehen. Hat man so ein erstes Buch? Nee, das hat nichts mit dem zweiten Buch. Ja. Ja. Ja, aber das erste Buch ist autofiktional, hat mir mein Verleger gesagt. Also es ist ein autobiografischer, eng begrenzter Zeitraum gewesen und für das zweite Buch habe ich mir eine Geschichte ausgedacht. Und da setzt man den Fuß in die Luft und weiß nicht, ob sie trägt, weil das ist eine ausgedachte Geschichte. Deswegen wird es mit dem zweiten Buch schlimmer sein als mit dem ersten, weil im ersten habe ich aufgeschrieben, was passiert ist und mir nichts ausgedacht. Für das zweite habe ich mir die Mühe gegeben, mir was auszudenken, was ja auch eigentlich eine Frechheit ist. Und da weiß ich nicht genau. Ja, ich weiß nicht, gib mir das Kostbarste, was du hast. 3 Tage deiner Lebenszeit, ich erzähle dir eine Geschichte. Ja. Also da
ist mir das näher, da bin ich noch unsicherer als beim ersten, aber das hat nichts mit irgendeinem Druck oder so zu tun. Vorhin hatten wir den Fall, dass Martin vom Museum Arno gelobt hat für sein aktuelles Buch und Arno hat gesagt, ja, aber. Ja. Ist das was Typisches, Sonja? Kann Menschen nicht gut Komplimente annehmen? Ja, also die meisten Menschen, die das Imposter-Selbstkonzept haben in ausgeprägter Form, wehren Komplimente ab und sagen, nee, eigentlich, ich habe mich auch total angestrengt und wenn jeder so viel Zeit investiert hätte, dass ich da angestrengt hätte, ist jeder gekonnt. Oder nee, ich habe einfach nur Glück gehabt, also die wehren Komplimente ab, was von anderen oft auch gar nicht als so sympathisch empfunden wird, sondern die haben das Gefühl, das ist Phishing for Compliments, die wollen noch mehr gelobt werden, aber die glauben da wirklich dran. Und ich glaube, jeder von Ihnen kennt noch die Leute aus der Schule, die Einsen schreiben und aus der Klassenarbeit rauskommen und so, oh, völlig versagt und überhaupt nicht gelaufen, ja, total unsympathisch und die glauben das aber wirklich, ja. Die haben wirklich geglaubt, wenn sie irgendwie eine Kleinigkeit nicht gewusst haben, das ist alles total daneben gegangen, ja. Und ja, das sind diese typischen Leute, die dieses Imposter-Selbstkonzept haben, die aus diesen Klassenarbeiten rausgehen und rumjammern und allen anderen, die schlechte Noten haben, total auf die Nerven gehen. Ich habe das früher auch immer gemacht, bis ich tatsächlich, ging um was ganz anderes und es war eine Sexualtherapeutin, mit der habe ich so einen Körperarbeitsworkshop gemacht für den Podcast und die hat mir so mit so einer aller Härte gesagt, nee, Katrin, es ist jetzt einfach, versuch doch einfach mal Dankeschön. Und ich habe das kaum ausgehalten. Also dieses nur ein Wort, Dankeschön, vielen Dank. Und dann habe ich es auch, vielen, und das ist wirklich nett, also, weil man will ja, man hat so sehr den Reflex, das irgendwie zu entwerten. Ja. Aber ich finde, je öfter man das macht, merkt man richtig, wie heilsam das ist, das nicht abzuwehren, sondern zu bekommen. Also ich habe mich jetzt 5 Jahre darin geübt. Es wird viel, viel besser. Es ist wirklich heilsam. Ja. Aber schwer. Und auch für die anderen, glaube ich, sympathisch, als wenn man sagt, ja, ach komm, ist doch nichts und so. Jetzt ist einfach ich habe neulich den Schriftsteller Daniel Kehlmann getroffen und ich bin überhaupt kein Fan, aber ich fand Till total toll und da den Anfang. Und da habe ich gesagt, Herr Kehlmann, ich fand Till wirklich gut und er so, Dankeschön. Und ich fand es super sympathisch und ich dachte, das ist halt, so reagiert ein Weltschriftsteller, der sagt nicht, ja, sondern vielen Dank für dieses Lob. Der nimmt es an, weil er aber auch weiß, dass er es verdient. Also da ist mir das aufgefallen, dieses Dankeschön, von dem du gesprochen hast, sehr kräftig. Also wie gesagt, ich helfe mir damit, dass ich noch ein paar andere komische Sätze hinterher schiebe. Ja. Weil, also statt aber zu sagen, sage ich Dankeschön, das ist sehr lieb, Dankeschön, das freut mich sehr, ja, genau. Das hilft mir, weil ein Dankeschön, glaube ich, das schaffe ich noch nicht. Da brauche ich noch 5 Jahre oder so. Stimmt es, was der Arno gesagt hat? Kann man das aus den Forschungen machen? Also wartet, ich sage auch wieder was, weil der Bogen ist schon wieder sehr lang. Ich neige dazu, mich zu verquatschen. Dass man zum Beispiel Menschen, die mehr so, ich nenne das mal, vergeistigte Berufe haben, das häufiger auftritt als Menschen, die handwerkliche Berufe haben, also etwas, was schaffen, was sie anfassen können? Ja, das ist in der Tat so, dass es insbesondere unter Wissenschaftlern eben ganz stark ist, unter Akademikern, also alle, die eher so geistige Berufe haben oder Maler, auch Schauspieler haben das ganz häufig, dieses Phänomen. Also alle, wo das nicht so richtig greifbar ist, also wo nichts am Ende als Produkt da ist, was funktioniert oder nicht funktioniert, wie du es gesagt hast, das ist ganz ausgeprägt. Aber zum Beispiel interessanterweise auch Ärzte haben das sehr häufig, die häufig auch nicht so genau wissen, was ist das für ein Symptom oder Syndrom. Ja? Also unter Ärzten ist es auch weit verbreitet, dieses Phänomen. Das finde ich ganz faszinierend, dass es offensichtlich durch alle Berufsgruppen geht, aber insbesondere diese werklichen, also wo wirklich ein Objekt entsteht, da ist es nicht so stark ausgeprägt wie bei den eher geistigen Berufen oder künstlerischen. Hat es was damit zu tun, auch wie viel Autorität man hat? Weil ich weiß, ich habe mich natürlich auch jetzt im Vorfeld auch mit tatsächlicher Hochstapelei beschäftigt und da gibt es ja tatsächlich auch Studien, je mehr man sozusagen in der Hochstapelei Positionen, ich habe dich gesehen, ich führe den Gedanken kurz zu Ende, solange man in der Hochstapelei vor allen Dingen auch Positionen mit viel Autorität schafft, sozusagen für sich zu erhochstapeln, dass die Leute das immer weniger in Frage stellen und einfach sagen, ja okay, der ist Arzt, der muss das wissen oder der ist Professor und wenn du dann noch die richtigen Icons benutzt, die richtigen Dinge dazu benutzt, dass das dann auch einfacher wird, die Hochstapelei sozusagen durchzuziehen. Im umgekehrten Rückschluss, Menschen, die schon in hohen Positionen sind, wie aber zum Beispiel Ärzte, denen ja auch vielleicht nicht mehr so sehr wie bei meinen Großeltern, aber noch immer so ein Status Autorität zugedacht wird, ist es für die noch schwieriger, diese Rolle, was ja auch irgendwie, wir spielen ja alle Rollen, zu füllen? Ja,
Also es ist für die schwieriger und man weiß auch, dass wenn man einmal ein Hochstapler-Selbstkonzept hat, das ist wie bei allen Persönlichkeitsmerkmalen, die sind relativ stabil über die Zeit und über verschiedene Situationen hinweg, also auch genau wie Extraversion, Intelligenz, das sind einfach Merkmale, die werden unser Leben begleiten, ja, und jemand mit einem Imposter-Selbstkonzept, der wird jetzt nicht der super Selbstbewusste und sagt, ich bin der King, das wird nicht passieren, er wird immer in gewissem Maß das noch haben, aber man weiß, dass mit dem Alter etwas nachlässt, dass mit der Anzahl der Erfolge oder auch wenn man eben älter wird und den Fokus nicht mehr so sehr auf sich selber hat, sondern zum Beispiel, wenn man in der Führungsposition ist, auf seinen Mitarbeitern oder so, wenn der Fokus nicht mehr so auf sich selbst gerichtet ist, dann wird das weniger. Aber man wird es mehr oder weniger sein ganzes Leben auch haben. Das liegt man nicht einfach ab. Wir haben eine Publikumsbeteiligung. Vielen Dank. Dankeschön. Also ihr habt jetzt darüber gesprochen, dass es bestimmte Berufe gibt, in denen das häufiger auftritt. Gibt es auch schon Studien, ob das in bestimmten Kulturen häufiger auftritt, weil zum Beispiel Bescheidenheit als Kind stärker beigebracht wird? Ja, sehr interessante Frage. Es ist in der Tat so, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Und es ist, also es gibt es in allen Kulturen, also es ist kulturübergreifend, aber vor allem in den so westlichen, leistungsorientierten Gesellschaften ist es besonders stark ausgeprägt, wo also der Mensch eher an seiner Leistung gemessen wird und nicht so sehr an der Persönlichkeit, an den Taten, sondern ja, also nicht irgendwie, wo wirklich Leistung ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, da ist das sehr viel ausgeprägter. Es kommt nicht das, also aus meiner laienhaften, es ist auch eine Frage eigentlich, ob es nicht auch viel mit dem zu tun hat, was David Graebner die Bullshit-Jobs nannte, ja, die wir in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft ja viel haben. Wenn du mit Führungskräften zu tun hast, das ist, was der nannte. Mhm. Also du erfüllst zwar eine Funktion, die dich aber nicht wirklich ausfüllt und so, dass das damit einhergeht. Ja, oder? Ja. Oder wo du gerade sagst, Führungskräfte, was ich auch spannend finde, dass Führungskräfte, die das Imposter-Selbstkonzept haben, auch anders führen, als die das nicht haben. Interessanterweise haben wir in einer Studie auch zeigen können, dass die eher Leute oder Mitarbeiter, die dieses Phänomen auch eher haben, stärker belasten. Die geben denen sowohl Routineaufgaben eher, als auch herausfordernde Tätigkeiten, eher als Leuten, die eben dieses Selbstkonzept nicht haben. Also Leute, die ihnen ähnlicher sind, belasten sie mehr. Deshalb führt es oft auch zu noch höherer Stressbelastung, als man eh schon hat, wenn man ein Imposter-Selbstkonzept hat, weil man auch vom Vorgesetzten oft noch ganz viele Aufgaben zudelegiert bekommt. Warum ich auch ganz faszinierend. Das? Weil die sich gegenseitig erkennen? Also weil die matchen? Also wir mögen ja oft auch Leute, die uns ähnlich sind, wenn wir ehrlich sind. Also entweder wir sind fasziniert vom ganzen Gegenteil oder wir, ach, du bist ja wie ich. Ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Einmal die Ähnlichkeit, vielleicht aber auch, dass man den anderen fördern will, weil man genau weiß, man selber hätte sich auch nicht diese Aufgaben zugetraut, dass man ihm die eher gibt. Oder weil man vielleicht von den anderen, die so selbstbewusster sind, eher so einen blöden Job mache ich nicht. Deshalb kriegt er die Routineaufgaben, ja. Oder bei den herausfordernden Tätigkeiten vielleicht einfach den anderen eher fördern möchte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sind es aber auch unbewusste Prozesse. Wir haben das ja mit Fallvignetten, wo man so Situationen beschreibt, untersucht, ja. Wem würdest du diese Aufgabe delegieren? Eher dem Mitarbeiter oder dem? Und dann werden die charakterisiert. Und darüber kriegt man das raus. Und ich weiß gar nicht, ob das immer nicht so bewusst ist, diese Prozesse. Aber es ist in der Tat so, also haben wir mehrfach eben nachgewiesen, dass das Führungsverhalten sich auch unterscheidet. Ich habe auch jetzt gerade zu dieser Frage noch eine Anschlussfrage, weil ich nämlich davon ausgegangen bin, dass es auch was mit der Klasse zu tun hat, aus der man kommt. Also ja, so die feinen Unterschiede, wenn du von unten kommst und nicht weißt, wie man das Messer und Gabel legt und so. Ja. Also das, meine Erfahrung, es gibt Charaktere, denen fällt alles in den Schoß und die sind aber dann davon überzeugt, dass es da richtig liegt. Und dann gibt es aber die sich das machen, was man einen Bildungsaufstieg nennt und dass die eigentlich, dachte ich bisher immer, viel unsicherer wären. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, oder doch? Doch, es ist so. Hat sich das bestätigt? Ja. Es ist so, dass man weiß, dass dieses Phänomen oder das Selbstkonzept eine Interaktion ist, also ein Wechselspiel zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und einer bestimmten familiären Umgebung. Und die Persönlichkeitsmerkmale sind eher, dass Leute eher ängstlich sind, geringen Selbstwert haben, eher sehr perfektionistisch orientiert sind, aber auch so eine externe Kontrollüberzeugung haben. Also wenn sie Erfolg haben, dann war es Zufall und Glück. Wenn sie Misserfolg haben, sind sie völlig unfähig. Und das ist ein ganz schlechtes Attributionsmuster. Wenn ich erfolgreich bin und denke, ach, da habe ich Glück gehabt, und wenn ich nicht erfolgreich bin, denke, ich bin der letzte Idiot, ist das ein ganz unnütziges Attributionsmuster, was eher dann auch zu Depressionen führt, wenn man immer die Dinge so interpretiert. Ja? Und
auf der familiären Seite, und das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man das Gefühl hat, wenn man aus keiner Akademikerfamilie kommt, macht aber zum Beispiel eine akademische Laufbahn, dass das Gefühl hat, hier gehört man eigentlich gar nicht hin. Man ist irgendwie atypisch für seine Familie in diesem Hochstreben und hat dann eher Unsicherheiten. Also das merkt man auch ganz oft bei Studierenden, dass die, wenn die aus keinem akademischen Umfeld kommen, sehr viel unsicherer sind und eher zum Impostertum neigen als Studierende, die aus dem akademischen Umfeld kommen. Oder, das kommt auch noch dazu, das ist so eine, das nennt man Parentifizierung. Wenn Parentifizierung, also so, dass man quasi Parents, also Eltern, ja, dass man versucht, Wünsche der Eltern zu erfüllen. Also wenn die Eltern gerne gesellschaftlich aufgestiegen wären, es ihnen aber nicht gelungen, übertragen sie aber diesen Wunsch an ihre Kinder und die Kinder müssen quasi den gesellschaftlichen Aufstieg machen. Und diese Kinder haben auch oft das Imposter-Selbstkonzept, weil sie das Gefühl haben, da gehöre ich gar nicht hin. Also meine Eltern haben das nicht gemacht und ich möchte eigentlich auch nicht aufsteigen, machen das aber diesen Weg, um quasi Wünsche ihrer Eltern zu erfüllen. Und da ist es auch dann häufig. Arno, in deinem Buch. Ich höre zu. Ich bin ganz da. In deinem Buch, da beschreibst du ja auch, wie ihr da in Frankreich seid und deine Eltern ja irgendwie auch ein Konzept von Reichtum leben und auch, glaube ich, sehr gerne dazu gehören wollen zu diesem Reichtum, oder? Ja. Das war doch immer auch der Wunsch, also vor allen Dingen auch deines Vaters, so wie du ihn beschreibst, reich zu sein, dass ihm das zugesteht. Und gleichzeitig ist der Fall natürlich total groß. Also dir wurde als Kind eine scheinbare Reichtum vorgelegt und am Ende sahst du dich konfrontiert damit, dass es eine Lüge ist. Mhm. Wie meinst du, hat es auf dich Einfluss gehabt? Würdest du sagen, du hattest das Gefühl, du müsstest jetzt in die Fußstapfen treten? Oder hattest du das Gefühl, ich meine, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, also wir kommen beide aus, ich würde sagen, bildungsferneren Familien und wir kennen beide das Gefühl, an der Uni nicht dazu zu gehören. Ja. Aber hat es das nochmal verstärkt, meinst du, auch so seine Eltern so zusammenfallen zu sehen? Ja, denke schon. Und dann wieder nicht. Also das ist nämlich ein interessanter Punkt. Also der Vater, für die Geschichte nicht kennen, der hat Geld unterschlagen oder hinterzogen. Das waren 300.000 Mark. Und das ist nicht genug, um damit nach Südfrankreich zu fliehen und in der Villa zu leben und so. Und hat dann angefangen im Casino, ein sicheres System, wie wir dann davon leben könnten. Und dann begann die Polizei, das war damals Interpol, uns zu jagen. Und wir sind dann noch weiter geflohen bis nach Lissabon. Und ich war 3 Jahre auf gar keiner Schule und so weiter. Aber ich konnte mir eben, Stichwort Parentarisierung, diesen Vater halt sehr genau angucken und wusste eigentlich sehr früh, dass ich so nicht sein möchte. Mhm. Und das war eher so eine Art Autounfall. Und egal in welche Richtung man sich wegbewegt davon, das ist immer die richtige. Und ich kenne Leute, deren Väter honorige Notare, absolute Asse waren, die mir auch schon gesagt haben, du hattest es leicht. Ich kam an dem breiten Rücken meines Vaters nie vorbei. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob das verstärkt hat. Aber ich wusste einfach nur, dass ich nicht unbedingt das ist mein westdeutsches 80er-Jahre-Ziel, viel Geld zu haben. Und das ist nichts, was mich besonders interessiert hätte. Ja. Gab es für dich einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt spiele ich da wirklich mit? Also ich kenne, also bei mir, ich würde sogar behaupten, es tut mir unheimlich leid, weil meine Eltern schlaue, tolle Menschen waren, sind. Ich hatte eine Freundin, deren Eltern waren Ärzte. Und ich fand das alles an denen cool. Ich fand cool, dass die einen Buckelsaab gefahren haben. Ja. Ich fand cool, dass die so Bücherregale hatten. Ich fand es cool, dass der Vater sich auf Latein unterhalten kann. Ja. Und ich habe mich geschämt, dass wir einen tiefer gelegten BMW haben. So. Also, ich hätte so gerne zwischendurch mal getauscht irgendwie. Mhm. Heute nicht mehr. Nee. Aber tauschen wollen, glaube ich, viele. Vielleicht wollten die auch tauschen mit mir. Na, kann man sich nicht aussuchen. Sanja, ist es tatsächlich nur dieses Gefühl, manchmal nicht dazu zu gehören, oder hat es auch tatsächlich mit den Lebensumständen zu tun, dass man es nicht so leicht hat? Ich habe nämlich jetzt wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich nun von diesem Konzept betroffen bin oder nicht. Und ich komme schon zu dem Schluss,
Ich hatte es oft auch nicht so einfach. Also ich habe keine gymnasiale Empfehlung bekommen. Damit fing es schon an. Nicht, dass ich Bock aufs Gymnasium hatte, aber Ärztetochter Lena ist aufs Gymnasium gegangen und es hätte mir das Herz gebrochen, wenn wir nicht zusammen weiter zur Schule gegangen wären. Habe ich einen riesen Rabatz gemacht. Ich bin mehrfach fast sitzen geblieben. Ich bin so gut im Puscheln und Hausaufgaben abschreiben. Wirklich. Ich bin wirklich ein guter Cheater. So. Und ich weiß auch nicht, ob ich das immer sonst so geschafft hätte. Im Studium, ich bin sehr viel verreist. Ich war nicht immer in der Uni. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, ich habe mich wirklich manchmal durchgemogelt irgendwie. Und jetzt gerade, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich da gesessen und dann war ich wieder faul. Ich bin nämlich faul, ich bin kein Perfektionist, aber ich bin eine Aufschieberin. Und am Ende waren wieder alle Fußnoten durcheinander. Und dann dachte ich, das darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt fängt das alles von vorne an. Und in Wirklichkeit, es ist nicht nur, dass ich es mir einbilde, vielleicht bin ich wirklich nicht so fleißig. Also ich habe mich ja wirklich immer so durchgeschlingelt. Da fällt mir ein Spruch von meiner Tochter ein, die sagt immer, fake it till you make it. Das ist mein Lebensmotto. Aber irgendwann hast du es dann auch drauf gehabt, ja? Du hast eine Zeit lang vorgegeben, um was zu sein vielleicht, oder warst vielleicht nicht so sicher da drin, aber dann hast du es irgendwie, ich meine, du hast ja total tolle Werke geschrieben, bist total bekannt und machst tolle Sachen von daher. Also, ja. Da machst du dich wieder kleiner, als du wirklich bist. Ich finde es nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Ich finde nicht so leicht, das ist ja auch wie mit dem Glück, anzuerkennen, dass man trotzdem gewisse Privilegien hatte. Ich denke manchmal, wie wäre mein Leben verlaufen, hätte ich nicht diese Freundin gehabt, die Zugpferd gewesen ist, damit ich zum Beispiel dieses Abitur angestrebt hatte. Ja. Manches ist doch irgendwie Weichenstellung, Dinge, die im Leben zusammenkommen, Geburtsort, Familie, finanzieller Hintergrund, überhaupt, dass meine Eltern mich am Ende unterstützt haben, sind Leistungen, für die ich nichts kann. Und dafür bin ich demütig und die will ich auch anerkennen. Aber diesen Spagat zu schaffen zwischen ich bin demütig und ich weiß, dass es manchmal gewisse Weichenstellungen im Leben gibt, wo es auch Glück war oder Zufall oder was auch immer und ich honoriere das, was ich wirklich alleine geschafft habe. Wie kriegt man das denn auseinander in seinem Kopf? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass irgendwie jeder kann nicht alles, ja, und man hat Lücken, ja, und die gehören aber zu jedem, dass man irgendwie nicht diesen Blick hat auf andere, dass die perfekt sind, die können alles, die wissen alles, es weiß niemand alles, ja, und jeder gibt mal irgendwann vor, selbstsicherer zu sein, als er wirklich ist oder mehr zu können, als er wirklich kann, und das ist auch normal, aber ich glaube, diejenigen, die einen schlechten Selbstwert hat oder dieses Imposter-Selbstkonzept, die machen sich dafür total klein und haben das Gefühl so, ich kann gar nichts, wenn man eine Sache nicht kann, ähnlich wie der mit der Klassenarbeit, man kann irgendwie ein oder zwei Aufgaben nicht, das ist alles total schlecht gewesen. Ja? Man generalisiert so. Und ich glaube in der Tat, dass sie es auch nicht so leicht gehabt haben, oft in der Vergangenheit, dass zum Beispiel in der Familie so ein Leistungswettbewerb besteht, dass die Kinder quasi das Gefühl haben, sie werden nicht um ihre selbst geliebt, sondern für ihre Leistungen. Also gerade wenn Eltern sollten quasi auch ihre Kinder nicht nur belohnen, wenn sie gute Noten schreiben, sondern auch für das Bemühen, wenn Kinder sich angestrengt haben, sie auch belohnen. Nicht nur, wenn am Ende dann auch eine 1 oder 2 da steht. Und ich glaube, wenn das Kind das Gefühl hat, es wird nur dann geliebt, wenn es auch gute Leistung bringt, ist das auch ein ganz schöner Trigger, um so ein Imposter-Selbstkonzept zu entwickeln. Oder wenn Eltern ihre Kinder so in Rollen stecken, das eine Kind ist das Intelligente und das andere ist das Soziale oder das Hübsche oder so, ja, dann hat der andere schon die Rolle des Intelligenten besetzt und was ist dann mit dem Zweiten, ja, der dann nur das Hübsche oder soziale Kind ist, ja, das ist dann auch oft so, dass diese Kinder ein Imposter-Selbstkonzept entwickeln, wenn die Rolle des Intelligenten in der Familie schon durch jemand anderen besetzt ist. Arno, erinnerst du dich noch, als dein Buch rausgekommen ist? Ja. Wahrscheinlich, ja. Hast du gemerkt, dass dich Menschen anders wahrnehmen nach der Veröffentlichung des Buchs? Nein. Nein? Mm-mm. Fandst du nicht? Nein. Anders mich? Nein, kann ich mir nicht. Ich mich auch nicht. Also das kommt einfach dieses Buch heraus und das ändert ja nicht mein Leben und das ist jetzt auch nichts Therapeutisches, sondern ich mache den Versuch, eine interessante Geschichte zu erzählen mit meinen Mitteln, aber dass man anders wahrgenommen wird, überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt in meinem Fall ein Sachbuch war. Aber ich hatte, und vor allen Dingen, du hast auch vorher schon geschrieben. Ja, aber du bist jetzt Expertin für etwas. Ich bin jetzt Expertin für etwas. Und das fand ich schon interessant auch, dass, und da sind wir, glaube ich, nochmal sowohl bei Rollen
als auch aber bei Klassismus natürlich. Also wir haben schon über Leistungsgesellschaft gesprochen, aber am Ende, was wir die ganze Zeit schon berühren, ist das Thema Klassismus. Also sei es meine Ärztefreundin, sei es dein Vater, der jetzt woanders dazugehören wollte, ja. Was natürlich auch Leistungsgesellschaften uns irgendwie einreden, du kannst es schaffen, du musst dich nur genug anstrengen und dann wirst du den tollen sozialen Ausstieg, was auch immer das sein soll, wirst du diesen fantastischen sozialen Ausstieg schaffen. Also haben wir vielleicht, würde man so sagen, haben wir? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht sind das doch gar nicht die Maßstäbe. Also bei mir ist es so, wenn ich das, weil daran muss ich gerade denken, weil wir über Eltern sprechen und so. Ich finde, auch wenn es die Gene gibt und die Erziehung, finde ich die nicht so wichtig. Am Ende bist du verantwortlich für dich selbst. Und bei mir war es so, dass ich mir dann gerne so Vaterfiguren gesucht habe. Und wenn ich über den, ich weiß noch nicht mal seinen Namen, aber wenn ich über Journalismus nachdenke, ich war auf der Journalistenschule und es gibt eine Dokumentation, die ist total empfehlenswert, von der Fotografin Herlinde Kölbel. Vielleicht kennt die jemand, die heißt Die Meute. Die hat sich die Mühe gemacht, diese Typen alle, von den Fotografen bis zu den Großjournalisten, zu befragen und bei ihrer Arbeit zu begleiten in Berlin. Mhm. Also die bei den Sitzungssälen immer draußen stehen, die den Aufsager machen, die im Ü-Wagen sitzen, aber dann auch die großen Erklärjournalisten, die junge Anne Will ist dann da und so. Und diese Kölbel befragt am Ende dieses etwa einstündigen Films, den es bei YouTube gibt, diese ganzen großen Journalisten, man kennt diese Kurt Kister von der Süddeutschen, diese Doyens des Genres, was sie für ein Selbstverständnis haben. Mhm. Und die sagen alle so Sachen wie, ich als Vertreter der, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Vertreter der vierten Gewalt, ist es wichtig, den Finger in die Wunde zu legen, kritisch zu sein und zu hinterfragen. All das, was man ja machen muss und so. Und der allerletzte, den sie befragt, wie gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, das ist so ein 90-jähriger Glatzkopf mit einer Fliege, der war wohl, der hat das ZDF-Büro in Paris gegründet in den 60ern. Das ist so ein, der hat es quasi hinter sich. Und den fragt sie auch, warum sind Sie Journalist geworden? Und der sagt, steht dann da und sagt einfach, wissen Sie, ich war gut im Aufsatz. Ich war immer gut im Aufsatz. Und Journalismus ist ein Beruf, da kommt man so Pi mal Daumen durch. So macht er. Und er sagt, wissen Sie, ein Brückenbauer oder ein Herzchirurg, der hat ja, das, so geht das nicht. Aber mit dem Journalismus, das funktioniert einfach. Und ich fand das so beeindruckend, dass er nicht diesen staatstragenden Aufsager gemacht hat und sich selbst auf so ein Podest gestellt hat, sondern er hat eingeräumt, dass alles voller Fehler ist und dass er natürlich, macht er den tollen Job gemacht, aber der hatte es überhaupt nicht nötig, sich so aufzublasen. Und das habe ich sehr, wie gesagt, ich weiß leider noch nicht mal mehr, wie der heißt, ich kenne auch seine Arbeit nicht, aber diese Aussage am Ende dieses Films, der nur hinläuft auf diese ganzen Alpha-Tiere, die da im Regierungsviertel rumspringen, das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich gut, weil ich dachte, da hat er recht. Wir kommen Pi mal Daumen durch. Sie jetzt nicht. Sie sind ja Wissenschaftlerin. Du bist Wissenschaftlerin. Arno, als Psychologin habe ich das auch immer gedacht. Also Psychologie kann irgendwie jeder so ein bisschen. Ja. Das war immer meine Einstellung. Ja. Ich kenne das schon auch, die Gedanken. Ja. Ich hab da auch einen Gedanken zu, falls ich ihn verliere, sagt mir nachher nochmal Narzissmus, okay? Falls ich nicht auf Narzissmus komme, alle mitarbeiten. Ich muss die Strippen in meinem Kopf zusammenhalten. Weil ich war ja einfach noch bei Klassismus eigentlich. Ja. Ich zumindest hatte das Gefühl jetzt mit diesem Sachbuch, und ich glaube, das ist auch tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal ein Unterschied, spricht man journalistisch oder schreibt man? Also zumindest Radiojournalismus, das ist ja auch, es gibt den Satz bei uns, versendet sich. Also man hat was irgendwie versprochen, falsch gemacht, das Ding ist eh nur 10 Sekunden lang, es geht ständig was in den Äther und dann sagen wir, ach, das versendet sich. So. Das ist im Schreiben irgendwie anders nicht, das ist dann erstmal auf dem gedruckten Papier oder das steht irgendwo. Aber bei der Zeitung heißt es, morgen wird der Fisch drin eingewickelt. Das stimmt, aber jetzt ist das Internet, das wird hier alles, das kann man viel länger lesen. Auf jeden Fall, in dem Fall hatte ich das Gefühl, jetzt plötzlich, ich werde so von anderen Zeitungen jetzt, also, was ist ja mein persönlicher, okay, ich erzähle euch, Anfang 20, ich denke ja, ich gehöre nicht zu diesen Studierenden, ich gehöre nicht zu diesen Akademikern, dann habe ich mir so einen Sakko gekauft, so eine Ledertasche und habe immer die Zeit unterm Arm getragen, so über dem Campus, damit auch alle wissen, dass ich eine schlaue, ich habe das nie gelesen, ich musste so viel für die Uni lesen, habe ich gar nicht geschafft, dann bin ich mal mit der Zeit rumgelaufen, damit auch alle erkennen, das ist meine Ledertasche und ich hier hingehören. Und jetzt hatte mich tatsächlich die Zeit nach der Veröffentlichung angerufen, es war nur Zeit online, aber
es war mir natürlich innerlich, deshalb innerlich sehr schön für mich. Ja. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, so, oh, jetzt werde ich wieder anders wahrgenommen. Und das war wieder ein Moment, wo ich richtig Schiss gekriegt habe. Mhm. Wo ich richtig dachte, scheiße, neue Rolle, Radiomoderatorin, okay. Habe ich mich langsam dran gewöhnt? Habe ich gelernt? Das klappt ja einigermaßen, das ist ja wunderbar. Mhm. Und jetzt mit der neuen Rolle, ey, das macht mich fertig. Mhm. Ist das für uns gut? Also ist es gut, wenn man solche Anteile in sich hat, überhaupt nochmal einen Jobwechsel zu machen? Ja, auf jeden Fall, weil diejenigen mit dem Imposter-Selbstkonzept ganz oft auch nicht so ihr ganzes Potenzial ausreizen. Die bleiben oft hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil sie zum Beispiel Jobangebote nicht annehmen, weil sie sagen, ah, vielleicht versage ich da, das mache ich mal lieber nicht. Oder brechen auch Karrierewege ab, weil sie sich Dinge nicht zutrauen. Und deshalb ist es total gut, an Herausforderungen anzunehmen und nicht immer zu sagen, ah, mache ich mal lieber nicht, bevor ich da scheitern könnte. Und deshalb ist es total wichtig, dann auch selber im Blick zu haben, dass es einfach ein Muster ist, dem man da folgt und sich dem nicht hinzugeben und so quasi sich so einzuhüllen, dass man keine negativen Erfahrungen machen kann. Und selbst wenn man negative Erfahrungen hat, ist ja nicht schlimm, dann kann man wachsen. Dann ist man ja nicht irgendwie ein Versager, wenn man irgendwas mal nicht schafft. Ja? Wirklich Herausforderungen annehmen. Aber schön, dass da nochmal eine Frage ist. Bitte. Hallo. Ich will nochmal auf was zurückkommen, was du, Sonja, vorhin gesagt hast, weil das zu dem passt, was jetzt gerade nochmal angesprochen wurde. Mich hat das irgendwie sehr demoralisiert, dass du gesagt hast, ja, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das bleibt einfach das ganze Leben. Es verwächst sich so ein bisschen mit dem Alter, wenn man Glück hat, aber irgendwie bleibt das und das finde ich sehr demoralisierend, weil ich einen sehr hohen Leidensdruck empfinde und ich hierher gekommen bin, weil ich gehofft habe, ich bekomme so ein paar Tipps, wie kann ich das überwinden, was kann ich tun, was hilft mir und vielleicht kannst du da ja doch was dazu sagen. Das rette ich, okay. Also da hast du absolut recht. Das war nicht gut ausgedrückt. Also ich wollte einfach nur sagen, wenn jemand zum Beispiel introvertiert ist, den bringst du ja auch nicht zum Extravertierten, ja? Und jemand mit dem Imposter-Selbstkonzept, den wirst du auch nicht dazu kriegen, dass er sich als wie der King auf der Bühne fühlt, ja? Aber man kann in der Tat was dagegen machen, gegen gerade diesen hohen Leidensdruck, ja? Wenn das im Alltag irgendwie auch sich negativ auswirkt, dass man zum Beispiel wenig Freizeit hat, weil man permanent sehr perfektionistisch ist und viel, viel zu viel Zeit in die Arbeit steckt oder prokrastiniert bis zum letzten Moment und das vor sich her schiebt, die Arbeit, und zur letzten Sekunde dann doch noch erledigt und dann irgendwie sich völlig verausgabt und bei beiden jedes Mal nicht sagen kann, ach, ich bin ja eigentlich doch gut, weil einmal sagt man, oh, ich habe ja so viel mich dafür angestrengt, das hätte jeder geschafft, beim anderen kann man nur das Prokrastinieren und sagen, oh Gott, ich habe gerade nochmal Glück gehabt, es ist gerade wieder gut gegangen, ja. Also man schafft nie, das auf sich selbst, auf seine Leistung zurückzuführen, wenn man diese Arbeitsstile hat. Und letztendlich ist man permanent unter einem Superstress und sehr belastet. Und gerade diese Arbeitsstile kann man zum Beispiel sehr deutlich angehen. Ja, wenn man diese typischen mit Imposter-Selbstkonzept verbundenen Arbeitsstile hat, ist das verhaltenstherapeutisch absolut in den Griff zu kriegen. Ja, und man kann auch eben an diesem Selbstbild arbeiten, indem man eben entweder über bestimmte selbsttherapeutische Maßnahmen das angehen kann, zum Beispiel, indem man anders mit Komplimenten lernt umzugehen, indem man Leute, die einem wohlgesonnen sind, nicht gerade Freunde denkt, macht die mögen mich ja, deshalb sagen die das, sondern eher Kollegen oder sowas fragt, wie sie einen wahrnehmen in der Leistung und sich von sich immer wieder eine Spiegelung holt und auch Tagebuch darüber die Erfolge führt und sich mal aufschreibt, wenn man Erfolg hat und nicht noch, ja, war wieder Glück und das vergesse ich, aber wenn ich Misserfolge hatte in irgendwas, dann wird das riesig aufgebauscht. Dann wirklich mal Tagebuch schreibt über Erfolge. Auf so simple Art und Weise kann man es angehen oder auch im Coaching. Oder wenn es wirklich auch extremen Leidensdruck bis hin zum Burnout oder Depressionen induziert, kann man auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen, also Psychotherapie machen. Und da kann man das vor allen Dingen in so ein Niveau bringen, dass man nicht mehr darunter leidet und dass man auch Herausforderungen annimmt, dass es im Alltag eigentlich nicht mehr beeinträchtigt. Also das kriegt man schon hin, dass diese Riesenwogen abgeglättet werden. Aber von der Tendenz her, das wollte ich eben vorhin sagen, bleibt man jemand, der ein Imposter-Selbstkonzept hat, aber diesen Leidensdruck, dieses Extreme, die kann man wegtherapieren, entweder selbst durch Coaching oder auch Psychotherapie. Also so schlimm ist es nicht. Jeder, die hier sitzen, also aufatmen, so war das nicht gedacht. Gut, dass Sie es angesprochen haben. Anne, du hast gerade so mit dem Kopf genickt, also mit dem Aufschieben. Ach so, ja, nee, wegen Prokrastinieren. Es gibt ja, du klassifizierst ja die keine Work-Life-Balance mehr haben und nur arbeiten, weil sie denken, sonst schaffen sie es nicht und dann schaffen sie es sehr gut. Und dann gibt es die bis zum letzten Moment aufschieben, so wie du. Mhm. Du auch? Das ist ein miserabler Text in der Zeit übrigens. Nein, ich auch. Ja. Du auch. Mhm. Hast du jemals darüber nachgedacht? Weil das war mir wirklich neu. Also ich habe nämlich wirklich mich lange damit auseinandergesetzt, dass ich dachte, ich bin ja wirklich keine Perfektionistin. Also bin ich nicht. Ich bin eher so...
ich mache das jetzt. So, ja. Und dann quick and dirty und lass mich damit in Ruhe. So ungefähr. Ich schreibe auch E-Mails immer vom Handy, das ist super peinlich, weil ich mache das dann so schnell. Und ich kann nicht gut Rechtschreibung, wirklich nicht. Ich habe auch eine leichte Leserechtschreibschwäche. Und dann steht doch da immer unten drunter, von dem iPhone gesendet. Ja. Und dann hoffe ich, dass die Leute denken, ich kopiere die sogar manchmal, wenn ich am Rechner die schreibe, dann hoffe ich, dass die Leute denken, oh, die ist aber beschäftigt, oh, die war den ganzen Tag bestimmt in der Bahn. War, nee, habe ich da 10 Minuten gesessen und die E-Mail geschrieben und dann die Signatur drunter so. Oh Gott, das ist so schäbig. Naja, auf jeden Fall dachte ich immer, dass ich bin, wie gesagt, gar nicht perfektionistisch und das steht diesem Hochstapelei im Weg, aber das stimmt ja offensichtlich gar nicht. Das stimmt nicht, genau. Und das Aufschieben ist eine Selbstverarschung, damit ich nachher sagen kann, ja, ich hatte ja auch keine Zeit. Ja, wenn es dann schief geht, hat man immer eine gute Ausrede, warum es schief gegangen ist. Man hat ja quasi zu wenig Zeit gehabt, ja. Und deshalb dient das immer quasi schon vorwegnehmend als Entschuldigung. Mhm. Aber das darf man doch. Und wenn es gut geht, Mensch, du machst es aus der, schüttelst das ja aus dem Ärmel, wo nimmst du das nur immer her? Genau. Aber man darf sich doch vielleicht auch so betrügen, oder? Ja. Also ich denke, also mittlerweile wieder war ich mir mal so wütend, ich war so wütend auf mich, wenn ich dann da nachts noch gesessen habe und gearbeitet habe. Und jetzt denke ich, hey Katrin, hat doch immer geklappt, hör auf, dich mit Katzenscheiße zu bewerfen. Ich mag das Bild sehr. Du hattest doch auch vorgestern einen schönen Tag am See. Kannst du dich noch dran erinnern? So, ich versuche liebevoller mit meinen Fehlern umzugehen. Ja. Ich wollte noch zu dieser Frage, weil das ist nämlich eine interessante, wie man damit zurechtkommt. Und da gibt es, also du bist Wissenschaftlerin, ich würde nur widersprechen, gegen jede Empirie, dass so ein Selbstkonzept sitzt oder dass man das nicht mehr los wird. Oder vielleicht dafür plädieren, dass man das eingehegt bekommt und vielleicht auch benutzen kann. Also zumindest habe ich den Eindruck, dass wenn es sowas gibt, was dich ankränkelt, weil du glaubst, du bist da nicht besser als die anderen können es besser, die anderen merken, dass du es nicht kannst, dann ist das wie so ein Tier, was in so einen Käfig gehört. Mhm. Aber von dem geht eine Energie aus, die dir halt hilft, noch besser zu werden. Das muss keine Getriebenheit sein. Mhm. Aber ich finde, es schadet überhaupt nichts, wenn man nicht seinen Erfolg genießt. Ich mag niemandem dabei zugucken, wie er seinen Erfolg genießt. Und wenn er es tut, ist das nächste Mal einfach auch nicht gut. Also natürlich kann ich mich insgeheim vielleicht freuen, aber ich brauche keine Spiegelung von Leuten, die mir irgendwas sagen, weil du weißt selbst, ob das was taugt oder nicht, am allerbesten. Und was die Leute sagen, ist im Grunde wurscht. Also es kann auch ein Antrieb, so ein kleiner Elektromotor sein, aber der dir dabei hilft. Aber das zeigt, dass du das eben nicht in ausgeprägtem Maße hast, dass du so denken kannst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen hier sehr, weil ich würde auch gerne auf den Aspekt des Positiven noch kommen. Ja, aber ich fahre dir über den Mund die ganze Zeit, das ist mir unangenehm. Entschuldige, ich wollte nur, vielleicht nicht in dem Maße, aber vielleicht, Entschuldigung. ich will jetzt gar nicht angezogen, aber ich wollte jetzt nur alleine, diesen einen Punkt, das hast du ja auch gesagt, dass es mit dem Alter unter Umständen besser wird. Mhm. Und mit dem Alter heißt nicht, dass wir alt und weise werden, sondern ich glaube, egal was es ist, bleib halt dabei. Lass es dir von niemandem ausreden, sondern mach dein Zeug weiter. Also was ich mir immer gesagt habe, war, die kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Aber ich hänge halt meinen Teebeutel da jetzt rein. Und da möchte ich jemanden sehen, der sagt, nein, das schmeckt mir nicht, das ist blöd. So, dann zeig mir, was du kannst. Es interessiert mich zwar nicht, aber ich beurteile meine Sachen selbst. Also ich glaube, das Dabeibleiben ist wichtig und nicht die Flinte ins Korn werfen, weil ich würde es nicht Alter nennen, sondern dann kommt mit der Zeit und mit der Routine. Und nicht unbedingt der Genuss meiner außerordentlichen Fähigkeiten, sondern so ein gewisses, ich habe dann so eine Flughöhe. Entspanntheit. So eine Entspanntheit. Genau, ich bin jetzt auch, das wollte ich nur noch sagen. Aber jetzt darfst du wieder. Mir hat das jedes Mal. Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen. Narzissmus. Ich wollte noch was über Narzissmus sagen, aber da kann ich gleich nochmal zurückkommen. Wir haben noch eine Publikumsbeteiligung. Ich halte die Strippen. Ja, vielleicht ganz kurz wollte ich nur noch ein kleines Plädoyer für den Zweifel einlegen. Also einmal verstehe ich so, dass Ihr Vater ja keine Zweifel hatte an der Hochstapelei, sondern ein ausgemachter Hochstapler war und damit ganz gut zurande kam. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen fast abwegig, ihn hier als Modell eines Zweiflers vorzulegen. Und zweitens, wenn jemand von Ihnen mir sagen würde, einer von Ihnen repariert die Bremse meines Mopeds mit einem Selbstbewusstsein und mit aller Souveränität, dann würde ich doch selber meine Zweifel haben, ob das geht. Also Zweifel hat ja auch seinen Sinn. Ich nicht. Entschuldige, das habe ich nicht, ich habe das Ende nicht verstanden.
Also wenn jemand auf die Idee käme, von Ihnen dreien zu sagen, Sie würden mein Moped reparieren, meine Bremsen, die Bremsen an meinem Moped, dann wäre ich doch ganz froh, wenn da, oder wäre ich über Selbstzweifel ja. ganz froh. Sie kann das. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Beides Motorradfahrer hier. Okay, aber ich muss da, darf ich nochmal nachfragen an Sie, bitte? Weil Sie glauben, dass Menschen generell durch Abschlüsse besser werden. Also was wäre jetzt zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, ich seit meiner Kindheit an Motorrädern schraube oder Mopeds, würden Sie sich dann auch unwohl mit mir fühlen? Also wäre es die Frage, wie ich es Ihnen verkaufe oder meine Kompetenz oder dass ich einen Abschluss habe? Also nur einmal, um das zu verstehen, was brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen? Am besten am Mikrofon. Das ist hier eine. Naja gut, da lag ich mit meinen Vorurteilen und Annahmen falsch. Ich dachte, kein Mensch von Ihnen, von Ihren dreien kann ein Moped reparieren. Nee, ist ja aber völlig richtig. Das basiert auf einer falschen Annahme. Ich kenne Sie zu wenig, da würde tatsächlich so ein Abschluss oder Ähnliches für mich schon so etwas bedeuten. Nein, ja genau, ein Abschluss. Das ist quasi so eine Qualifizierung, ja. Der aber nichts bedeutet in Geisteswissenschaften, fürchte ich. Also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist was anderes. Also, der Magister oder die Doktorarbeit, das ist was anderes. Das befähigt dich zu anderen, oh Gott, jetzt komme ich in dieses Welter-Interview. Aber das ist ganz typisch, dass die Geisteswissenschaftler das auch ausgeprägt haben als die Naturwissenschaftler. Ja? Immer dann, wenn man es sich nachweisen kann, wenn man sich so belegen kann, dann ist man oft, hat man oft das Gefühl, ich fake doch nur. Ja? Das wird einem ja auch immer eingeredet. Also meinen Eltern zu erklären, dass ich Germanistik und Geschichte studiere auf Magister, war ein schwieriger Akt. Also die haben sich sehr lange Sorgen gemacht, dass ich irgendwann mal irgendwas zu essen habe. Ja. Wirklich große Sorgen. Aber so ein Meisterbrief in der Bäckerei, oder in der Motorradwerkstatt. Also mir flößt das Vertrauen ein, mehr als ein Bachelor in irgendwas. So. Nichts gegen Bachelor. Ich wollte nochmal trotzdem auf die Zuneigung zum Zweifel kommen. Es hört sich vielleicht furchtbar esoterisch an, aber wenn wir jetzt nicht sozusagen von dem Moment sprechen, wo wir einen wirklich massiven Leidensdruck haben, wo du ganz klar sagst, hier kann man verhaltenstherapeutisch arbeiten, hier kann man an Glaubenssätzen arbeiten, sondern ich meine das, was wahrscheinlich der Großteil irgendwo tief in uns hier so ein bisschen nagen hat und warum wir vielleicht da sind heute Abend. Es hat doch auch irgendwie vielleicht was Gutes und Schönes, oder? Also ich kenne auch so Menschen, die kommen aus einer Feedbackrunde raus mit so einem Kopf und sagen, so eine Scheiße, die ich mir da anhören musste, stimmt alles nicht. Und ich komme da raus und denke so, Scheiße. Und dann sitze ich da ein paar Tage drauf rum und bei manchen Sachen denke ich vielleicht irgendwann nein und bei manchen Sachen denke ich, ja klar, da bin ich nicht gut oder da kann ich noch besser werden. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ja irgendwie die Angst. Also ich kenne schon die Angst, etwas nicht zu können. Vor ziemlich vielen Dingen, zum Beispiel nach wie vor, wenn mich fremde Telefonnummern anrufen, da möchte ich eigentlich nicht dran gehen, das muss ich aber leider in meinem Beruf machen. Das ist wirklich so, Katrin Alschner? Nochmal, Katrin Alschner? und ich habe manchmal das Gefühl, ich hatte schon vor so vielen Dingen Angst, also wirklich kleinen Dingen, die gar nicht so schlimm waren und musste ständig über meine Angst gehen, dass die Angst mir der ständige Sparring-Partner ist und ich jetzt Dinge mache, vor denen andere Leute berechtigterweise Angst haben. Kann man sich nicht auch trainieren dadurch an seiner Angst? Also Menschen sagen zu mir, du bist so mutig, das stimmt überhaupt. Ich bin nicht, ich habe nur dauerhaft Angst, aber mach's trotzdem. Der eigentlich, wer wirklich mutig ist, ja der das macht, obwohl er Angst hat und nicht der, der es einfach macht. Ja? Eigentlich ist das der wirkliche Mut. Aber ich denke, das ist absolut trainierbar. Und was eben wichtig ist bei dem Imposter-Selbstkonzept, dass eben das unrealistische Selbstbild in ein realistisches Selbstbild überführt wird und dass dieses Selbstbild nicht abhängig ist von den Bewertungen anderer, dass man lernt im Laufe des Lebens, und das ist, glaube ich, das, was einem Alter auch immuner dagegen macht, ist, dass man einfach lernt, dass man nicht mehr von jedem geliebt werden muss, von jedem bewundert werden muss, sondern sagt, ich habe Schwächen und da stehe ich zu und ich habe auch Stärken und die weiß ich jetzt auch anzuerkennen und dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss in allem perfekt sein, sondern sich einfach mehr so nimmt, wie man ist. Und dann, glaube ich, heilt das auch eher und deshalb kommt man dann auch eher damit klar. Man hat eben ein realistisches Selbstbild, was nicht überzeichnet ist und denkt, oh, ich bin super, ja, dahin soll die Therapie ja auch nicht führen, sondern man soll sich einfach realistisch einschätzen können. Ich glaube, auf dem Weg ist man eher, wenn man auch mehr Lebenserfahrung hat oder eben, wenn man sich helfen lässt im Coaching oder Therapien. Kann manchmal so ein bisschen echte Hochstaplerei, ich weiß gar nicht, ob das schon Hochstaplerei ist, aber ich denke so, also bis so vor
8 Jahren habe ich immer noch Dinge gemacht, weil ich Angst hatte, dass jemand mitbekommt, dass ich nichts kann oder einen Fehler gemacht habe. Und ich wollte nicht erwischt werden, deswegen habe ich den immer schon vorher benannt. Also Beispiel, ich habe eine Live-Sendung gemacht und habe dann irgendwie den falschen Ton gespielt. Und dann bin ich in die Redaktion rausgerannt und habe ein Riesentheater gemacht. So, scheiße, 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 ich kann nichts, ich habe Arzt, tut mir so leid. Und irgendwann ist mir aufgefallen, die anderen machen auch alle Fehler, aber die sagen nie was. So. Und dann habe ich so überlegt, okay, ich tue einfach so, als wäre das nicht passiert. Und dann habe ich so gewartet, ob irgendjemand zu mir kommt und mir den Kopf abreißt, aber passierte fast nichts. Also seitdem, also aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen flunkern. Ich habe so die Fehler unter so, ist ja gar nicht passiert. Ja, was eben normal ist, weil jeder Fehler macht. Und ich glaube, das muss man einfach irgendwann akzeptieren, dass man nicht perfekt ist, ja. Mhm. Und dass keiner von uns perfekt ist und jeder seine Schwachstellen hat und man sich mehr so betrachten muss wie ein guter Freund, ja. Wie also, man den Blickwinkel mal verändert, ja, und sich mit den Augen des besten Freundes oder der besten Freundin sieht. Und dann ist man viel milder mit sich. Und das machen wir eben oft nicht, weil wir oft sehr viel kritischer mit uns sind, als unser bester Freund oder unsere beste Freundin das wäre. Und ich glaube, das muss man lernen, diesen Blickwinkel von außen auf sich zu haben, jemand, der es gut mit einem meint. Ja? Ich habe das Gefühl, in dir arbeitet irgendwas. Hm? Ich habe das Gefühl, gerade, es arbeitet irgendwas. Ich bin noch bei dem Zweifel. Okay. Zweifel für den Zweifel finde ich gut. Mhm. Ja, finde ich. Ja. Es gibt aber auch, es gibt ja auch echte Hochstapler. Das vergisst man dann immer, weil wir haben ja nicht nur alle das Hochstapler-Syndrom. Ich würde gerne wissen, ob Hochstapler auch das Hochstapler-Syndrom haben. Ich glaube, die haben es nämlich nicht, weil die haben das keinen nicht. Zweifel das haben. Das Gegenteil. Also die Imposter sind Tiefstapler. Das ist genau das Gegenteil von den Hochstaplern. Mhm. Das ist diametral. Das schließt sich aus. Und es gibt, du kannst ja auch den Fehler umarmen und so, aber es gibt halt Fehler, die sind, über Neudeutsch sagt, Career-Stopper. Dann bist du erledigt, wenn du Fehler machst. Mhm. Du bist es als Herzchirurg sowieso, aber das ist dann auch ein Vorstand, vielleicht auch nicht der Herzchirurg, als Vorstand, wenn man sagt, wir investieren in diesen Hedgefonds, keine Ahnung, was sie machen, oder wenn ich Mist baue in einem Text, dann ist es halt auch schnell vorbei. Mhm. Also das ist gefährlich, sich anzufreunden mit dem Fehler. Jetzt bin ich da tatsächlich bei meinem Narzissmus angekommen. Du hast mir so einen richtig schönen Ball zugespielt. Ich habe gelesen, dass viele Menschen, die tatsächliche Hochstapler sind, narzisstische Tendenzen haben. Stimmt es? Ich kenne mich mit Hochstaplern nicht so gut aus, sondern eher mit den Tiefstaplern. Aber ich würde sagen, du hast recht. Also, ja, ich habe es in einem Podcast gehört, es hat ein Psychologe gesagt, ich wiederhole das jetzt mal mit all meinem stolz geschwellten, seidenen Halbwissen. Ich habe gehört, dass es häufig aber auch mit narzisstischen, Tendenzen zu tun hat, weil man natürlich auch anerkannt werden möchte, man möchte Lob, man möchte gesehen werden, man möchte jemand sein. Und am Ende vielleicht auch in sich drin. Man möchte sich Vorteile erkaufen damit. Ja? Genau. Und das ist ja bei dem Tiefstapler oder bei den Impostern gerade nicht der Fall. Die wollen ja irgendwie, die wollen nicht irgendwie im Rampenlicht stehen. Die sind sehr froh in der zweiten Reihe. Das sind Mitarbeiter, die man sehr gerne hat, weil die leisten viel, die sind hochmotiviert, aber wollen nicht im Rampenlicht stehen. Aber eigentlich sehr sympathische Menschen. Aber wie passt das denn zusammen, dass wir es dann gleichzeitig wieder so bei Schauspieler oder Menschen auf Bühnen haben? Also offensichtlich steht man im Rampenlicht. Ja, aber die sind welche, die das sehr viel Überwindung kostet, da zu stehen und die oft sich mit anderen vergleichen, wo das Gefühl hat, die sind viel besser, die können das alles viel besser, die lernen ihre Rollen schneller, die sind überzeugender. Also es gibt zum Beispiel Mike Myers oder so, ist so ein Beispiel dafür, oder es gibt verschiedene andere Schauspieler, die auch das Gefühl haben, eigentlich sind sie totale Versager, ja, und können das eigentlich gar nicht wirklich. Ich hatte mich nämlich gefragt, und das ist jetzt eine bisschen weirde These, also wenn wir narzisstische Tendenzen bei echten Hochstaplern haben, was natürlich auch dieses Bedürfnis, ich bin etwas ganz, ganz Besonderes auf dieser Welt, haben wir vielleicht alle sehr, weil wir in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben, wo wir uns inszenieren, wo wir auf Social Media uns präsentieren, wo wir uns über Berufe definieren und unser tolles Sozialleben. Ist es nicht eigentlich, wenn ich die ganze Zeit durch die Welt gehe und sage, ich bin die schlechteste Person der Welt, ich bin die schlechteste Person der Welt, alle anderen sind besser als ich, ist es doch auch eine krasse Form von ich bin besonders, oder? Ja. Es ist wie die Umgekehr, oder? Ist das jetzt ein komplett weirder Gedanke, den hatte ich heute. Ist doch auch, man stellt sich doch auch nicht. Ja. Das ist so eine Viktimisierung. Ja. Ich muss die ganze Zeit an den, also bei meinem Vater weiß ich es nicht, aber beim Spiegel hatten wir einen Hochstapler, diesen Klaas Relotius, den man vielleicht auch kennt. Da muss ich gerade dran denken,
als du meintest, die versuchen sich Vorteile zu erkaufen, aber eben mit falscher Münze. Mhm. Und das macht die wirklich gefährlich. Genau, eigentlich. Dass die betrügen, bescheißen sich Titel, erschwindeln, ja. Berufsbezeichnungen oder sagen, was weiß ich, dass sie viel Geld haben oder dass sie adelig sind oder sonst was. Also das sind alles Scheindinge, um sich Vorteile damit zu erkaufen. Und das genau das würden ja die Imposter nie machen. Die wollen ja nicht im Rampenlicht stehen. Ja? Die wollen auf keinen Fall auffallen, damit keiner merkt, dass sie vielleicht nichts können oder so. Die tragen ja diese Maske, wo sie Angst haben, eines Tages fällt die Maske und dahinter erkennt jemand anders, dass sie in Wirklichkeit inkompetent sind. Ja? Und das sind ja die, die stehen gerne im Rampenlicht und die Postel zum Beispiel. Ja? Oder ja. Ich habe meiner Schwiegermutter erklärt, also was worum es hier geht, und sie meint, Leute, die, wie war das, die, ich habe gesagt, das Imposter-Syndrom Leute haben, die schon erfolgreich sind, so in was auch immer. Und sie meinte, die groß rauskommen. Mhm. Und das fand ich interessant, das klingt so banal, aber groß rauskommen wäre das Gegenteil von klein drinbleiben. Und das ist das, was man eigentlich am liebsten macht. Aber sobald man sich exponiert, sobald du dich exponierst, bist du von allen Seiten angreifbar und du weißt nicht, ob es von hinten kommt, von vorne. Ja. Ja, und das sorgt dann eben für die Nervosität und die psychische Belastung. Mhm. Also das ist eigentlich ein Luxusproblem. Je größer man rauskommt, umso, ja klar, umso angreifbarer wird man. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Gut. Aber was ich bei dir vielleicht nochmal sagen wollte, weil du gesagt hast, man sollte ja nicht jetzt seine Fehler feiern, wenn man einen Fehler macht, ist man auch ganz schnell weg von der Bühne oder so. Ja. Ja. Das glaube ich, ich meinte jetzt auch nicht gravierende Fehler, sondern ich meinte kleinere Schwächen, ja, dass man nicht irgendwie jede Kleinigkeit, die man nicht kann, zu was Riesigen aufbauen soll, dann bin ich der völlige Loser. Ja. Ich habe mich dreimal versprochen in meiner Rede, also habe ich eine richtige Scheißrede gehalten, sowas meine ich. Ja. Also nicht gravierende Fehler oder gravierende Ausfälle oder sowas, das meine ich nicht damit, dass man wirklich in seinem Beruf da gravierende Fehler macht, das habe ich nicht gemeint. Okay. Sondern dass man einfach kleinere Schwächen nicht so übertreiben soll, ja, und sich nicht so furchtbar ankreiden soll, ja. Gibt es da auch Sachen, wo man dann vielleicht einfach für sich selber einstehen muss? Also das finde ich ja auch interessant. Wir haben ja alle unsere Stärken und Schwächen. Und manchmal, naja gut, Kollegen und Kolleginnen sehen ja auch manchmal mehr das, was nicht läuft. Also ich hatte letztens erst mit meiner Redakteurin so ein Gespräch. Ich mache Flüchtigkeitsfehler manchmal, wie wir jetzt schon wissen, auch in E-Mails. Und dann kriegte ich so eine ganz pissige Nachricht. So, ey Katrin, Sorgfalt, dein Thema ist Sorgfalt. So. Und irgendwann, und dann saß ich da kurz und war so geknickt. Und dann habe ich eine Sprachnachricht zurückgemacht und habe gesagt, du Sandra, ja, ich bin vielleicht nicht sorgfältig, aber ich kann so viel andere Sachen richtig gut und ich gehe dir so sehr wenig gut mit anderen Themen auf die Nerven. Ja. Ist doof, ich weiß, ich bemühe mich, aber es wird wahrscheinlich wieder passieren. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Mhm. Also es hat sich aber auch irgendwie gut an... Sie hat nicht geantwortet, ich weiß nicht, was das heißt, aber es hat sich gut angefühlt in dem Moment. Und dazu auch nochmal, das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Gewissenhaftigkeit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, auch das ist was. Wir sind eher gewissenhafte Menschen oder nicht so gewissenhafte Menschen, ja. Und das ist ein Trait und das ist erblich, haben wir vorhin schon mal drüber diskutiert, ja. Und das wirst du auch nicht grundlegend ändern. Deshalb, es wird wieder vorkommen. Ich kann mich noch so bemühen, aber ich bin nicht so ein gewissenhafter Mensch. Ich schaffe das nicht, ja. Und das ist, ja, auch das ist Charakter und erblich, ja. Aber ich bin gewissenhafter geworden. Ich war es nicht. Ja, und die Kollegin, ihr Thema ist Sorgfalt, nicht deins. Mhm. Also die steht drauf, auf Sorgfalt offenbar. Die steht auf Sorgfalt. Mhm. Aber deswegen ist die auch gut. Deswegen hört die Dinge ab und nimmt die ab. Ja. Und ich mache die. Ja, genau. Eigentlich, wir sind doch perfekt, wo wir sind. So. Ja, genau. Die tritt mir in den Arsch, wenn ich einen Schnittfehler gemacht habe. Ich hole den Kram nach Hause. So. Ist eigentlich, wir sind doch an der richtigen, wir sitzen doch beide am richtigen Schreibtisch eigentlich. Könnte so schön sein. Du hast recht, auch das kann man trainieren, ja, aber auch in einem gewissen Grad. Ja. Also man kann sich zusammenreißen, aber du wirst jetzt einen völlig ungewissenhaften Menschen nicht zum super gewissenhaft machen. Mhm. Du kannst es trainieren und dich zusammenreißen, aber es ist nicht im Riesenausmaß veränderbar. Mhm. Ja. Nee, aber das meine ich, gewisse Dinge sind doch noch zu skalieren oder zu, wenn man das will, dann funktioniert das. Ich merke bei meiner Arbeit immer das, was ich ungerne mache, also wo ich am meisten leide, das ist eigentlich schon auch wichtig und da muss ich dann halt ran. So, das sind so, genau, also das ist das Gewissenhafte, dass die Fakten stimmen und dass man da durchgeht. Ja. Mhm. Und ich finde es ja auch immer ganz spannend zu schauen, manchmal findet man ja wirklich so Situationen, wie so Glaubenssätze überhaupt entstanden sind. Und ich fühle den Schmerz meines 12-jährigen Ichs noch jetzt, wenn ich daran denke. Und ich kann meiner Mutter nichts vorwerfen. Aber ich war so 12, damals habe ich angefangen, habe ich schon ein paar Jahre gemacht, Reitsport zu machen. Das ist ein ganz hartes Pflaster.
Also da wird wirklich viel, da wird viel gelästert, da wird viel gehatet, viel verglichen. Dann hat man diese große Reithalle und dann sitzen ganz viele Mädchen da auf dieser Bank und gucken dir zu und du reitest da und du weißt, die reden über dich, die reden über dich. Und das fühlt sich nicht gut an, so gar nicht. Und dann bin ich so nach Hause gekommen und eigentlich war ich so klein mit Hut. Und ich weiß nicht warum, doch heute schon, ich wollte mich ein bisschen stark machen selber. Bin ich zu meiner Mutter gekommen und habe gesagt, so beim Abendessen, boah, Mama, ich bin schon eine der besten Reiterinnen am Stall, habe ich gesagt. Und ich glaube, meine Mutter dachte, jetzt dreht sie durch und hat gesagt, Katrin, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so schön, sich über andere zu stellen. Oh, es war so schlimm. Es war so wirklich, also man soll ja nicht immer sein inneres Kind und bla, aber ich fühle mein inneres Kind so sehr, wenn ich mich daran erinnere. Das hat, glaube ich, für Jahre gesessen und es war überhaupt nicht böse gemeint. Mhm. Gut gemeint war es, glaube ich. Ja. Bam. Mhm. Richtig einmal mit mir. Ich frage mich in dem Zusammenhang, ich habe es gerade schon scherzhaft versucht, als ich meinte, dieser miese Zeittext, den du geschrieben hast. Ich wollte nur darauf hinaus, was machst du, wenn dir jemand sagt, du kannst das überhaupt nicht? Das gibt's auch. Nicht, es fehlt dir noch ein bisschen an Sorgfalt, lass uns besser werden, sondern du hast deinen Job verfehlt. Also wie reagierst du darauf? Wie reagiert jemand, der das hat? Bricht er dann, weil ihn jemand erkannt hat? Also ist das der Ernstfall? Ja. Ah. Das ist wirklich, das kann wirklich jemanden sehr zerstören, der sowieso schon angeschlagen ist, der kann wirklich in eine völlige Depression abrutschen, nicht mehr arbeitsfähig sein. Also es kann wirklich zu nachhaltigen Schaden führen. Ja. Ich kann das auch nicht, also bist du so ein Typ, der dann sagt, jetzt erst recht, ich bin dieser kleine Terrier, der daran tappt und sich festbeißt und jetzt zeig es dir. Ich? Du? Ja. Nee, mein Zwölfjähriges, ja, aber ich habe gemerkt, ich keile dann so zurück. Also, aber das ist ein existenzieller Stoß, ja, weil er ja unter Umständen Recht haben. Und wenn du das in extremer Ausprägung hast, das Imposter-Selbstkonzept, dann brichst du darunter zusammen. Aber du, der das nicht so extrem hat, der kann sagen, so, jetzt zeige ich dir aber erst recht, ja, ich bin nicht so. Aber dafür musst du Ressourcen haben und die hast du nicht, wenn du das extrem hast. Ja. Ich bin schon eher, also lieber auf den zweiten Blick im Job auch oft gewesen. Also ich habe Radio angefangen, ich habe mich aufs Volo beworben. Tim hat das Volo bekommen. Er hat mich nochmal beworben. Er hat mich dreimal beim WDR beworben, bis ich da irgendwann gelandet bin. Also es war nie einfach, aber es war, der Beruf an sich ist mir erstmal irgendwie einfach gefallen. Und ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, ich bin komplett fachfremd gekommen, ich habe Kindertheater vorher betreut und habe dann in einer Verzweiflung der Arbeitslosigkeit Praktikum beim Radio gemacht. Und das ging leicht, das ging gut, ich konnte das, ich konnte mit den Menschen, ich konnte Umfragen holen, klasse, das hat Spaß gemacht, weil alle mich gelobt haben. Und dann habe ich so ein bisschen Feuer gefangen und dann bleibe ich schon dran, dann bewerbe ich mich zur Not auch nochmal, das stimmt. Aber das Interessante ist, dass ich genau deswegen ja auch meinen Erfolg nicht so gut anerkennen kann, weil es mir ja leicht fällt. Das war ja keine schwere Arbeit. Mhm. Klar, es war schwere Arbeit, mit der Absage umzugehen. Ich habe jedes Mal geweint. Aber es war an sich, der Beruf fühlte sich nicht schwer an. Und deswegen kann ich mich aber auch nicht so richtig loben. Andererseits hätte ich ihn nie gemacht, wenn er schwer gewesen wäre für mich. Mhm. Das weiß ich. Aber wie wichtig ist denn das, sich selbst zu loben ständig oder immer? Ist das gut für die Hygiene? Ja, mal zu sagen, hey Katrin, komm, hast du doch. Guck mal, du hast ohne irgendwelche Radiovorerfahrungen, hast du innerhalb von einem Jahr, auch wenn es nur beim Lokalfunk ist, den Volontariat geangelt. Nicht ständig loben, sondern loben, wenn du gute Leistung machst, das kannst du auch sagen, habe ich gut gemacht. Ja. Aber schon realistisch, nicht für jeden Scheiß, ja, dich loben oder so. Ja. Also wenn deine Kinder für jeden Dreck lobst, dann kommt das auch nicht mehr an. Ja. Also wirklich nur realistisch, dass ein realistisches Selbstbild aufgebaut wird, das ist wichtig. Ich habe jetzt rein zufällig, ich habe den Soziologen Harald Welzer getroffen, der das Buch Die vierte Gewalt geschrieben hat. Und mit ihm, weil mich das Thema auch schon beschäftigt, ich habe ihn gefragt, ob er nicht manchmal das Gefühl hat, man käme ihm eines Tages auf die Schliche. Und das war eine interessante, aber mir fiel vorher schon auf, dass er immer gesagt hat, da habe ich diesen Text geschrieben, der war hervorragend. Und dann habe ich das geschrieben, das war wirklich gut. Wow, mit einer Scheibe von Abschneiden. Kann es eigentlich manchmal, ist er manchmal von Selbstzweifeln angekränkelt und hatte die Befürchtung, dass man ihm auf die Schliche käme. Und da fand ich die Vorwärtsverteidigung so interessant, dass er nämlich gesagt hat, ich sage doch immer, dass ich ein Hochstapler bin. Das sage ich doch immer. Das fand ich eine interessante Strategie. Er hat das dann noch weitergedreht und gesagt, nee, meine ganzen Fachkollegen, die Fachbegriff-Verwender und die Fachbegriff-Erfinder, das sind die wahren Hochstapler. Also er hat das dann doch noch
gedreht, aber manchmal begegnet man so Charakteren, die so hoch fliegen, dass sie überhaupt nicht mehr berührbar sind von irgendwas. Aber fand ich erstaunlich, ja, sportlich. Aber ist das wirklich so, Sonja? Weil ich kenne natürlich, ich kenne auch so Menschen, alle anderen sind immer scheiße und alle anderen machen alles schlecht. Nur die Person selber, die hat's drauf, die kann's. Und am besten ist sie auch noch ein bisschen verkannt in ihrem Genie. Mhm. Das ist doch kein Selbstbewusstsein, das ist doch einfach eine andere Form von... Das ist Narzissmus. Das ist eine Form von Narzissmus. Das ist einfach eine andere Form von großen Selbstzweifeln. Ja, sich so eine quasi Teflon-Beschichtung an, dass keine anderen rankommen. Wahrscheinlich sind unsichere Persönlichkeiten dahinter. Genau. Narzissten sind ja oft gar nicht so sicher, wie sie erscheinen. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist eher eine Unsicherheit, wenn man alles so abblockt und alle anderen dumm sind, dass man das braucht, sich selbst so zu erhöhen. Ja. Und dann komme ich mit meinen Imposter-Anteilen und sage... Du tust mir leid, du hast recht. Ich sehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst, nur ich habe eine andere Sprache. Ist schon okay. Wird schon alles wieder gut. Also was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte mal bei Führungskräften auch so ein Seminar gehalten über das Imposter-Phänomen. Und dann hat einer dann aus dem Publikum gesagt, er hätte Angst, also er würde total darunter leiden, er hätte eigentlich auch gar keinen Freizeitwert mehr, weil er eigentlich nur noch arbeitet, seine Frau meckert dort mit ihm, er ist eigentlich auch quasi, er hat Schlafstörungen, also eigentlich führt er ein ziemlich beschissenes Leben, aber er hat totale Angst, in Therapie zu gehen, weil er Angst hat, in dem Moment, wenn man ihm das wegtherapiert, das bezeichnet, dass Sie wissen nach diesem Abend, dass das nicht wegtherapierbar ist, aber ich sage, wenn das dann wegtherapiert ist, bin ich vielleicht nicht mehr erfolgreich. Mhm. Und das war eine totale Angst von ihm, überhaupt zum Coaching oder zu einer Psychotherapie zu gehen, weil er sagt, mein Impostertum ist mein Motor. Ohne diesen Motor versage ich vielleicht. Das tun sie aber nicht. Also wer auch immer diese Befürchtung haben sollte, sie haben trotzdem Erfolg. Es ist nur nicht mehr so furchtbar anstrengend, weil sie nicht mehr prokrastinieren und perfektionistisch dahergehen, sondern sie werden trotzdem erfolgreich sein, aber sie werden das auf lange Zeit auch sein können und nicht irgendwann Burnout oder Depressionen haben. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das auch versteht, dass auch wenn man das eben nicht mehr hat, trotzdem noch sehr gute Leistungen bringt. Ja. Aber wieder, das sagt sich leichter, als es das ist, wenn man sowas wie Existenzängste hat. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass er hingegangen ist, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch was, was viele Menschen haben, generell, wenn es um Therapie geht, oder? Mhm. Also, dass man natürlich auch irgendwann das, was dein Leid ist, was man denkt, dass es einen ausmacht, oder gerade wenn man keine Therapieerfahrung hat, dass man denkt, wenn die mir meine Glaubenssätze, selbst die negativen, wegnehmen, ist ja auch schon wieder Quatsch, passiert ja, der nimmt niemand was weg. Also entweder du findest in der Therapie eine Erkenntnis, und dann ist sie auch deine, dann hat dir niemand was weggenommen. Oder... eben nicht, kann ja wohl auch passieren. Aber das ist generell eine ganz große Angst, egal wie sehr Menschen leiden, dass sie etwas verlieren werden, etwas, was zu ihnen selbst von ihnen selbst dass sie sich verändern und damit vielleicht auch ihr Umfeld verändern, dass vielleicht Personen, die einen vorher mochten, einen dann nicht mehr mögen oder dass irgendwelche Konstellationen sich mit einem selber verändern, und selber nicht mehr derjenige ist. Ja. Ich frage mich wirklich, weil das vorhin aufkam, nach der Gesellschaft. Ich frage mich, bestimmt gibt es Studien oder so, ob jemand, der davon lebt, dass er in Fidschi fliegende Fische angelt oder was auch immer, ob der das auch hat oder die. Ich glaube, das hat schon was Leistungsgesellschaftsmäßiges. Ja. Ich glaube, dass der sehr zufrieden ist und das nicht kennt. Mhm. Okay. Ja. Ich habe mal gerade schon mal auf die Uhr geguckt. Wir hätten noch so eine gute Viertelstunde. Also falls jemand noch Fragen hat und Lust hat, bitte nach wie vor jederzeit. Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Ich mache noch mal eine Mini-Fragerunde am Ende, falls es einfacher fällt für Menschen, nicht hier rein zu grätschen. Aber in der Hoffnung, dass ihr euch traut, noch während des Gesprächs euch zu integrieren. Ich glaube, da kommt noch jemand. Ah ja, gut. Ich habe nämlich gerade meinen Gedanken vergessen. Das ist wunderbar, dann kann ich mich konzentrieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir darüber schon so gesprochen haben. Warum gibt es eigentlich das Hochstapler-Syndrom? Also was... Mein Therapeut hat immer gesagt, dass die meisten so Glaubenssätze, auch eher die negativen, irgendwas Positives bedienen, weil sonst würde es sie nicht geben. Weiß man da, warum es dieses Syndrom oder diese Verhaltensweise gibt? Warum es das gibt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es so eine Interaktion zwischen Persönlichkeitsmerkmalen ist in bestimmten familiären Sozialisationen, auf bestimmten Familienklima.
Das ist die Begründung, warum es das gibt. Aber ich glaube, dass derjenige auch viel Gewinn davon hat, weil das welche sind, die sehr sympathisch sind. Die sind sehr erfolgreich und die anderen mögen die, weil die eher so bescheiden sind und ihr Ding machen. Ja? Also es sind total beliebte Mitarbeiter. Ja? Also die hat man gerne in seiner Firma, weil die klotzen rein, ohne aber selber so dazustehen, so, ach, bin ich super. Ja? Das sind eigentlich sehr sympathische Menschen, die ein Unternehmen sehr tragen können, ja? Wenn sie nicht erkranken, weil es so stark ausgeprägt ist. Es hat auch seine Vorteile. Es sind Menschen, die man eigentlich sehr gerne mag und deshalb haben viele auch das Gefühl, wenn ich erstmal denke, boah, ich bin der King, vielleicht mögen die mich dann auch gar nicht mehr so. Ja? Aber man soll es ja auch nicht übertrieben sein, man soll es ja im normalen Maße haben und von daher denke ich, ist es so oder so sinnvoll, da lernen, Strategien mitzuentwickeln, damit gut umzugehen. Okay, danke. Gerne. Danke dir. Gibt es schon Studien oder Thesen, wie Social Media das auch nochmal verändert? Also am Ende sind wir ja ganz schön Hochstapler auf Social Media. Also wir inszenieren uns. Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich finde das nicht per se schlimm. Mhm. Also ich mag das auch. Ich mag eine gute Inszenierung. Ich mag eine gute Geschichte, die mir vielleicht ein Account erzählt, die mir ein Mensch erzählt. Ich muss dann nicht die, ich habe nämlich selber schon viel Scheiße zu Hause immer. Ich muss nicht auch noch dann die von anderen Leuten mir die ganze Zeit geben. So. Da freue ich mich vielleicht mal über ein paar schöne Lichtblicke. So. Einfach was Schönes sehen und erleben. Natürlich inszenieren wir da und wir kuratieren die ganze Zeit. Kürzlich ist mir aber aufgefallen, dass alle so, zumindest in meiner Bubble, alle sind sehr beschäftigt. Ne? Oh, da habe ich den Job und ich mache den Job und hier den Vortrag und da den Vortrag. Und ich weiß noch, das war so ein Tag, oh, ich bin manchmal so, ich bin eine serielle Arbeiterin. Also ich bin eigentlich, ich bin schon ein Motor, ich habe viel Leistung. Aber manchmal sagt meine Seele so, Depression, Gefühl. Du liegst heute nur im Bett und kannst gar nichts. Und dann liege ich da und scroll durch Social Media und denke, oh. Die machen alle so viel und ich brauche mindestens einmal die Woche im Bett liegen und mich scheiße fühlen. Das ist doch, also warum macht das mehr? Wissen wir was darüber schon? Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, dass das Social Media auch ein ständiges sich vergleichen ist mit anderen, ja. Und ich glaube, wer das Gefühl hat, irgendwie viel zu tun, viel zu leisten, unheimlich busy zu sein, der fühlt sich auch wichtig und gebraucht in der Gesellschaft. Ja? Mhm. Und jemand, der sich dann dauernd so vergleicht, hat das Gefühl, ach, mein Job ist vielleicht gar nicht so wichtig und hat dann irgendwie so depressive Tendenzen, auch wie du das gerade schilderst. Ja, vielleicht tun wir nicht alle immer so beschäftigt auf Social Media. Ja. Vielleicht tun wir für mich nicht alle so beschäftigt auf Social Media. Aber das ist ja am Ende ja auch nur Leistungsgesellschaft. Weil die Gesellschaft belohnt uns halt dafür, dass wir so wahnsinnig gefragt aussehen, dass wir so sehr wahnsinnig beschäftigt aussehen. Ja. Außer man ist ein Sinnfluencer und meditiert den ganzen Tag. Aber da kriege ich ja auch schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich das nicht mache. Ja, auch scheiße. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Frage, oder nee? Nein, das ist der Mensch. Macht gut, bis die Tage. Ah, du arbeitest das wieder was in dir. Ich meine das jetzt nur, damit sich langsam so zu sehen. Nee, ich merke nur, ich kann dazu zu Social Media gar nichts, gar nichts sagen, weil ich das nicht mache. Ich habe dich da auch nicht gefunden, ich wollte dich taggen. Ich bin da nicht... taggen, was denn das? Ich vermeide diese Arena. Das ist natürlich ein wichtiges Tool, um sich selbst als Marke und so weiter zu präsentieren. Ja. Aber das ist natürlich immer alles Hochstapelei, oder? Also so eine freundliche, schau, wie hübsch ich aussehe und das 16. Foto zeigt mich jetzt so, wie ich will, nehme ich an. So, aber na klar, also ich würde da auch Depression bekommen. Bitte, entschuldige. Ja, Entschuldigung, dass wir Sie so lange warten lassen. Ist das eher was Hast du eine kleine Aufregung? Ist okay. Jetzt geht's wieder. Ist das eher was Neues? Also was jetzt so diese seit 100 Jahren jetzt verstärkt sich so entwickelt hat? Oder gibt es das schon immer in der Menschheit? Ich glaube, dass es was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun hat. Das ist wirklich was mit der neueren Zeit zu tun hat. Okay. Also bekannt ist es ja erst seit den 1970er Jahren, das ist zum ersten Mal als Phänomen quasi benannt worden. Und ich glaube, das ist auch erst so in der Zeit entstanden, so der Nachkriegszeit, im Aufstreben, wo Leistung so eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Also ich glaube schon, dass es eher ein neueres Phänomen ist, was aber auch jetzt offensichtlich sehr viele Menschen betrifft. Okay.
Können Sie vielleicht noch so einen krassen Gegensatz mal schildern, so zwischen Kulturen, zum Beispiel irgendwie Deutschland oder westliche Gesellschaft gegenüber Indonesien oder so? Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel in Indonesien das nicht so stark ausgeprägt ist, weil man einfach mehr mit seinem Überleben beschäftigt ist. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wo es darum geht, irgendwie Status, Besitz und so weiter in den Vordergrund zu stellen, das ist viel ausgeprägter als da in Ländern, wo es wirklich ums Überleben geht, wo ich alltäglich arbeiten muss, um überleben zu können. Da hat man gar keine Zeit, sich um sowas Gedanken zu machen. Wie stehe ich da? Welchen Status habe ich? Welchen Titel habe ich? Da geht es einfach darum, wirklich Handwerk zu haben, um das alltägliche Leben zu sichern. Ich glaube, in diesen Gesellschaften gibt es sowas wie das Imposter-Phänomen kaum. Okay, danke. Das glaube ich auch, warte mal, auch im 17., 16., in der Antike Jahrhundert mit Überleben beschäftigt war und diese Arbeitsteilung es so noch nicht gab. Deswegen dieser David Gräbner mit den Bullshit-Jobs. Ja. Es gibt so viele Stellen und ich glaube auch, da gehören einige dieser Führungskräfte dazu, die sitzen das so aus und du kommst damit durch. Mhm. Niemand testet das wirklich und vielleicht können sie es, vermutlich können sie es, aber der Selbstverdacht kann dann viel eher aufkommen, als wenn es mein Job ist, irgendwas zu machen, was man wirklich anfassen kann oder wo man sich draufsetzen kann. Ich habe einen wichtigen Gedanken, aber machen Sie erst mal. Nee, das möchte ich gar nicht unterbrechen. Ich kann gut stehen. Mir ist gerade noch eingefallen, zu dem, was Sie gerade gefragt hatten, ob es ein neues Phänomen ist oder ob es das immer schon gab. Da ist mir noch eins zu eingefallen, dass ich glaube, dass es ein Phänomen ist, was jetzt erst so einen Namen hat. Glanz und Eims haben eben, wie gesagt, 1978 das zum ersten Mal so genannt. Ja? Und ich glaube, das ist auch für mich wichtig, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, obwohl ich das eigentlich gar nicht schreiben wollte, weil ich wusste, dann weiß jeder, damit habe ich was zu tun, wenn ich dieses Buch schreibe. Ja, das war mir gar nicht so ganz recht. Aber ich glaube, es ist wichtig, das in die Gesellschaft zu transportieren und deshalb mache ich auch solche Abende wie heute, weil ich glaube, wenn das einen Namen hat, wenn man weiß, man steht nicht alleine damit da, dann ist das total hilfreich, wenn das irgendwie ein Begriff ist, als wenn man das Gefühl hat, eigentlich bin ich erfolgreich, aber ich glaube nicht so an mich, dann hat das aber kein Wort. Und in dem Moment, wo das ein Wort kriegt, kann man es damit anfangen, kann darüber kommunizieren und es wird verbreitet und man hat das Gefühl, ganz viele erfolgreiche Menschen haben dieses Phänomen auch und das entlastet unheimlich. Also gerade bei Männern, die ja oft nicht so darüber sprechen, merke ich, dass wir in solchen Coaching-Gruppen, dass sie unheimlich entlastet sind, wenn andere Typen, die sie total bewundern, die sie total erfolgreich finden und die auch in diesem gruppentherapeutischen Setting sind, dass sie das unheimlich entlastet, dass sie nicht allein damit dastehen, das Gefühl zu haben, eigentlich bin ich der totale Blender, weil hier sind ganz viele andere, die sie für erfolgreich halten, die das gleiche Phänomen haben. Und ich glaube, das ist entlastend. Und wenn es einen Namen hat, können wir darüber besser kommunizieren und ich glaube, das ist wichtig, das auch in die Gesellschaft zu bringen und deshalb finde ich das wichtig, dass wir solche Abende wie heute auch haben. Sorry, jetzt haben wir Sie aber lange warten lassen. Dankeschön. Also ich habe mich damit vor allem beschäftigt, tatsächlich im Lohnarbeitskontext. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet, das heißt einfach wenig oder im gesellschaftlichen Ansehen niedrig qualifizierten und vor allem auch sehr schlecht bezahlten Job gemacht. Das heißt, ich habe weder Wertschätzung von Gästen erfahren, noch von der Geschäftsleitung, die mir einfach die Gehaltserhöhung nicht geben wollte. Ich war im Niedriglohnsektor und fand es ganz schwierig, mich nach einer relativ langen Zeit, 7 Jahren, die ich da gearbeitet habe, neu zu bewerben und die Frage nach meinen Gehaltsvorstellungen beispielsweise zu beantworten, weil ich der festen Überzeugung war, nach so einer langen Zeit, ich verdiene im Gehaltssinne tatsächlich nicht mehr. Gibt es denn Erfahrungen, was für Arbeitsumfelder oder vielleicht auch was für Umfelder uns im Allgemeinen bestärken können, dass diese Ausprägung, sag ich mal, wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, los wird man es nicht, aber man kann ja auch, je nachdem, in was für einem Umfeld man sich bewegt, besser oder schlechter damit umgehen. Also ich habe zum Beispiel einfach ganz viele so Gehaltstabellen gegoogelt und war extrem überrascht, was eigentlich normal ist zu verdienen als Rezeptionistin. Und in meinem jetzigen Arbeitsumfeld finde es trotzdem auch in meinem jetzigen Arbeitsumfeld schwierig, weil darüber zum Beispiel trotzdem nicht gesprochen wird. Das möchte auch der eine dem anderen nicht sagen. Wie viel verdiene ich auf meine Position? Und gleichzeitig hast du, Arno, ja erzählt, auch bei der Taz, wo es relativ niedrigschwellig zugeht, es kann einem auch in ganz anderen Arbeitsumfeldern passieren, dass man diesen Mangel an Wertschätzung dann so auf sich selber bezieht und auf den eigenen Mangel an Leistung oder das daraus macht. Ja. Im Kopf gibt es bekanntermaßen oder empfehlenswerterweise Arbeitsumfelder, Lohnarbeitsumfelder, wo einen das nicht so stark betrifft vielleicht. Fasse das nochmal zusammen, falls ich es richtig verstanden habe, gibt es Arbeitsumfelder, wo das besonders vorkommt und wie wirkt sich mangelnde Wertschätzung aus?
im Speziellen jetzt. Naja, ob es einfach, wie gesagt, ob es einfach Umfelde gibt, wo man sagt, da ist auch Menschen, die davon betroffen sind oder sich selber als vom Imposter-Syndrom betroffen sehen, damit besser umgehen können. Okay. Ich hatte so hypothetisch rausgehört, als wenn Umfelde, wo besonders wenig Wertschätzung da ist, das besonders scheiße sein könnte. Ja, das glaube ich auch. Und in Umfeldern, wo man einfach schon von dem Status her, was weiß ich, als Anwalt oder als Arzt, von außen schon sehr viel Respekt und Status quasi diesem Beruf, das ist natürlich nicht so stark wie im Berufen, wo man das Gefühl hat, ist gar keine Wertschätzung für die Arbeit, die man da leistet. Mhm. Ja. Also bei der ZAZ gab es damals, als ich da weg bin, 2010, immer noch so eine Art Einheitslohn und das waren 1600 Euro. Und damals konnte man davon in Berlin noch wohnen. So, heute ist das nicht mehr der Fall, aber es gab total viel Wertschätzung. Du bist sozusagen zugeschüttet worden mit Wertschätzung. Das hat sich nur nicht finanziell ausgezahlt und das war untertariflich und es ist im Grunde eine Katastrophe für die länger da arbeiten, weil es gibt dann auch entsprechend wenig Rente, aber du fühlst dich trotzdem total gewertschätzt und dann kommt man, deswegen, das ist ein super interessanter Punkt, kommt man irgendwann an und das ist nämlich auch sehr heikel, beziffer mal, was du wert bist, was hättest du gern und das ist, glaube ich, für Menschen, die das Imposter-Syndrom haben, eine fast unnehmbare Hürde, ja. Ich hätte keine Ahnung, was ich für einen Buchvertrag, was verlangst du? Da sitzen Leute, die kennen sich aus mit Zahlen und man kann ungefähr sich orientieren, was andere wollen, aber da zählt es dann. Also sag mal, was du wert bist. Das ist eine ganz schön heikle Frage. Das leuchtet mir absolut ein. Ich informiere mich dann immer. Informieren. Bei KollegInnen. Nein, ich frage da ganz aber das ist offen, der Punkt, genau. Da offen rein, also auch reinzugehen, auch wenn ich Honorare versuche auszuhandeln, also entweder weiß ich, da ist nichts zu holen oder ich weiß so, ich muss mich mal wenigstens fragen, was die da vorher bekommen haben, weil sonst, weiß es nicht. Ja, und das wäre nämlich auch dann auch die Empfehlung, deswegen habe ich gesagt, das sind 1600 Euro. Wir kriegen so beigebracht, nicht über Geld zu reden und wem das dient, wissen wir alle. Deswegen ist es super zu fragen, was ist so das Umfeld, in dem ich mich bewege, du weißt ungefähr, was du kannst und dann ist es was du mit Fug und Recht verlangen kannst. Und ich glaube, das einzige Umfeld, wo es das nicht gibt, außer der Tat, ist, glaube ich, wenn man verbeamtet ist, weil dann kommt man ja dann in so, ne, das ist ja dann noch so eine Einheitsgeschichte. Aber ich springe so drauf an, weil das ist ein richtig heikler Punkt. Ich hatte das neulich zum ersten Mal in meinem Leben, dass jemand gesagt hat, was glaubst du, was deine Arbeit wert ist, weil irgendwas neu verhandelt werden muss. Und ich stehe völlig nackt da. Das ist eine totale Katastrophe. Ich habe keine Ahnung. Gib mir ein bisschen was. Reicht mir schon. Das ist genau dieses... Ein ganz wichtigen Punkt. Und du musst auch schon bold sein, um so ein Charakter sein, um zu sagen, mindestens unter so und so viel gehe ich hier nicht raus. Und so. Das ist eine Charakterfrage, glaube ich. Oder was du Persönlichkeitsmerkmal nennen würdest. Das kennt jeder vielleicht auch im schulischen Kontext noch. Wenn die Lehrer gefragt haben, was für eine Note hast du denn? Oder so, wie würdest du dich denn selber einschätzen? Die Imposter schätzen sich mindestens 2-3 Noten schlechter ein, und trauen sich nicht zu sagen, was sie wirklich denken, was ihre Leistung ist, weil sie unterschätzen. Also gut bin ich nicht, dann ist ja der noch besser und so, ach, vielleicht bin ich ja noch schlechter. Die würden nie die richtige realistische Note sagen. Und es ist ganz bekannt, dass Lehrer einfach Kinder, die dann ihre schlechteren Noten sagen, dann kriegen die auch, dann schätzen die selber auch so ein und würden nicht sagen, ach ja, der ist aber viel besser. Und deshalb präge ich meinen Kindern auch immer ein, sagt das, was ihr wirklich denkt, aber nicht irgendwie das, was ihr denkt. Also unterschätzt euch da nicht, weil am Ende steht ihr mit der schlechteren Note da. Ja. Und das kennt, glaube ich, auch jeder aus diesen Kontexten, der von dem Phänomen betroffen ist. Ich habe an euch jeweils eine letzte Frage und ich habe an euch eine letzte Frage. Aber mit euch mache ich zum Schluss. Ach, ich wollte noch ganz kurz. Nee. ganz kurz noch, aber jemanden fragen. Und es gibt so, ich habe den Begriff neulich gelernt, so Portalfiguren. Leute, die dir, so wie in der Kirche, aber so in der Biografie, Leute, die dich schätzen. Und die helfen dir dann sozusagen durch. Die sagen dir, was du gerade auch meintest, das bist du für deine Kinder dann. Wenn du sagst, nee, sag was du brauchst. Ich finde, das unterstützt total. Also Leute, die dir sagen, was du wert bist, finde ich. Aber wir haben auch gerade gelernt, wenn es richtig, richtig arg ist, wenn es einem richtig, wenn man gar nicht glaubt, dann glaubt man nicht der besten Freundin, weil die hat einen ja einfach nur lieb. Wie schon früher, wenn mein Vater gesagt hat, du siehst hübsch aus, na klar. Ja, okay. Du bist mein Vater, was sollst du auch anderes sagen? Stimmt auch wieder. Natürlich sagst du das. Stimmt also auch manchmal schon auch Leute von außen, das haben wir gelernt heute, genau. Ahnung. Ja, aber es können manchmal ganz überraschende Leute sein, von denen man es nicht erwartet hat. Das müssen auch keine Freunde sein. Aber du wolltest mich gerade was fragen. Mhm. Okay.
Hast du heute was Neues über dich gelernt? Du hast ja auch den Bogen gemacht, du bist heute mit uns den Tag. Wir haben viel über das alles geredet. Ich hatte das Gefühl, du... Nee, ich weiß jetzt noch... Nee, ich habe... Nein. Ich habe was über meine Frau gelernt. Nein. Ich hatte das Gefühl, dass du hier reingegangen bist und am Anfang dachtest, du wärst mehr davon betroffen und Sonja dann mit dir diesen Fragebogen gemacht hat. Und ja. Du dachtest, ach, so arg ist es vielleicht gar nicht. Also den Fragebogen kann ich sehr empfehlen. Ich habe den vorhin auch ausgefüllt und habe festgestellt, dass ich da gar nicht so drunter leide. Und dass das auch, dass man da nicht so kokett sein soll, indem man sagt, ah, ich habe übrigens das Imposter-Syndrom. Deswegen bin ich irgendwie so, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ja, vielleicht das. Und ich habe herausgefunden, aber das habe ich vorher schon gelesen bei dir, dass es diese beiden Methoden gibt, damit umzugehen. Das eine ist, wie wir das, glaube ich, eher machen, so aufschieben bis zur letzten Sekunde und dann... so all in, und die anderen, die Nacht durcharbeiten, das alles nochmal prüfen, in eine Excel-Tabelle super eintragen. Super perfektionistisch. Und das wäre dann so, wie ich jetzt merke, dass das meine Frau macht. das fand ich interessant. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, ich habe das immer nur, weil bei mir, anders als bei ihr, das so ein im Luftleeren ist. Ja. Ich glaube, das ist nämlich vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen und dass man sich ja vielleicht auch nochmal ändert und woanders steht, weil ich finde, du hast heute auch teilweise sehr selbstbewusste und für dich einstehende, starke Positionen gesagt. Also allein sowas wie, ich könnte es nie sagen, sowas wie, ist ja vielleicht auch egal, was andere über dich denken. Ja. Oh nein, das fühle ich leider nicht. Ja. Das waren schon auch starke Positionen, wenn sich jetzt jemand damit draußen im Publikum damit vergleicht, dann kann man ja schon wieder nur ganz gebeutelt nach Hause gehen. Findest du? Ja, klar, ich finde, das ist beeindruckend. Das leitet sich bei mir aber von der, bei mir ist das die Abwesenheit bei Social Media. Ich äußere, ja, das ist wirklich so, das hat damit schon was zu tun, doch. Du kannst das nicht alles darauf zurückführen. Also es gibt unglaublich viele Leute, die ihr Selbstbewusstsein und ihr Ego füttern, weil das geliked wird und nochmal geliked wird in diesem komischen Universum. Nein, ist aber auch schwierig, mit jemandem darüber zu diskutieren, der noch nicht mal Social Media hat. Ich weiß. Okay, anderes Thema. Ich wollte nur allen Mut machen, die denken vielleicht, also so wie Arno Frank bin ich nicht. Eben, weil da irgendjemand, der was sagen wollte. Jetzt haben wir den verscheucht. Wirklich? Ja. Entschuldigung. Nochmal eine kleine Frage bezüglich Monkey Business. Das heißt in Führungspositionen, dass man jetzt als Führungskraft auch gerne mal Arbeiten oder Aufgaben von den Mitarbeitenden übernimmt. Kann man da sagen, dass da ein kausaler Zusammenhang auch zu dem Imposter-Syndrom besteht? Oder ja. Das haben wir auch schon nachgewiesen, dass die eher Aufgaben übernehmen, die eher, was weiß ich, normalerweise die Mitarbeiter machen würden, um versuchen, so flache Hierarchien möglichst herzustellen. Es sind oft welche, die nicht sehr hierarchisch denken, was eben auch sehr sympathisch ist in so einem gemeinsamen Umgang im Arbeitsfeld. Ja. Danke. Gute Frage. Ja. Sonja, letzte Frage an dich. Ja. Ich glaube, in Zeiten von Social Media, solche Accounts haben manche Leute. Tut mir leid. Wir kriegen ja oft wirklich, und das ist irgendwie schön, weil ich finde, es schafft eine Awareness, mehr Aufmerksamkeit auch für psychische Probleme. Wir kennen ganz viele diese kleinen Mini-Rants, Narzissmus, Imposter-Syndrom. Geht ja auch nicht anders. Also man muss das in Kürze darstellen. Aber bei mir führt es oft dazu, wenn ich immer nur diese Verschlagwortung lese, ich habe alles, ne? Also ich bin eine Narzisstin, ich bin eine Psychopathin, ich habe das Imposter-Syndrom, ich habe Depressionen, wirklich, ich glaube, ich habe ADHS. Also ich lese mir das alles durch und ich bin mir wirklich sicher, ich habe das alles. Ne? Mhm. Wie schafft man das jetzt auch nach so einer Veranstaltung heute Abend, dass man irgendwie so mal ein bisschen differenzieren kann, okay, sollte ich mich damit noch beschäftigen oder ist das ein bisschen Quatsch, vielleicht steigere ich mich ja auch gerade in was rein. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich glaube, man sollte wirklich versuchen, realistisch auch diese Sachen einzuschätzen. Und dafür dient vielleicht auch ein bisschen der Fragebogen, dass man es mal relativieren kann, wo man eigentlich steht, aber eben auch im Kopf behalten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ergebnis heutigen Abends. Ich muss nicht perfekt sein und ich bin auch nicht irgendwie der letzte Imposter, wenn ich irgendwelche Dinge nicht kann. Ja? Dass man einfach davon diesem Perfektionismusbild wegkommt und einfach sich zugesteht, dass man Schwächen hat, ohne dass man deshalb ein totaler Loser ist. Sondern jeder hat das und ich glaube, das ist wichtig zu realisieren. Und ich glaube, wäre ganz schön, mit diesem Gedanken nach Hause gehen, dass das zu uns gehört, dass es jeder hat und man sich nicht immer diese Aufwärtsvergleiche
eigentlich auch total schwierig sind, wenn man sich immer nur welche sucht, die besser sind, die Dinge besser können, sondern sie einfach klar ist, ich bin vielleicht im Mittelfeld, das ist auch völlig okay. Man muss gar nicht irgendwie im oberen Feld immer sein, sondern man ist einfach okay, so wie man ist, sanftmütiger mit sich selber umzugehen oder ja, vielleicht einfach einen milderen Blick auf sich selber haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Vielen Dank. Und jetzt die Frage an euch. Hat irgendjemand, der vorhin aufgezeigt hat oder nicht aufgezeigt hat, jetzt eine andere Meinung über sich als vorher? Also ich würde jetzt gerne wissen, die Menschen halten die Hand, die das Gefühl haben, das, was ich vorhin annahm, egal ob ich unten oder oben hatte, stimmt jetzt nicht mehr. Ich habe hier was gelernt und stelle das in Frage. Das würde ich gerne wissen. Dankeschön euch. Jetzt kommt der Teil, also der Abend ist vorbei. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, auch allen Menschen, die nicht auf der Bühne waren, dem Museum und allen Menschen, die hier im Hintergrund rumwurschteln und Licht machen und Ton machen und mir vorhin eine Suppe spendiert haben. Das war sehr schön. Es gibt noch ein bisschen Werbung, denn nächste Woche, Donnerstag, habe ich eine Veranstaltung noch zu verkünden. Trip zum wahren Ich, zu so einem habe ich mich verhaspelt, jetzt bin ich aufgeregt worden zum Ende hin, weil es nicht mein Metier ist. Guck mal, da ist die Veranstaltung schon. Es geht um Drogen, es geht um LSD und wie man vielleicht wohl möglich darüber zu sich selbst finden kann. Wahrscheinlich seid ihr auch schon darüber, weil es gerade sehr in ist, Microdosing, LSD, die wahre geheime Waffe gegen Depressionen in diesem World Wide Web drüber gestolpert. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es hilft vielleicht auch beim Imposter-Syndrom irgendwas. LSD, das reden wir nachher beim Bier.